So, Jenny, ich mache mir jetzt erstmal einen Tee. Ja, mach das. So, willkommen bei Noobs in Kitchen, Season 2. Jetzt alles anders. Willst du auch einen Tee? Was hast du für welchen? Ich bin bei dir immer nicht sicher, ob du überhaupt irgendwas hast. Also, ich habe den guten eigentlich aufgebraucht. Den habe ich noch. Magenliebe. Ja, den hat Matteo zum Das hört sich Klotz lecker und Kante an. 24 Event geschenkt bekommen. Oh, das ist dazu stellen. Ja, ich nehme auch einen Tee. Da oben ist doch so Bachblütentee. Den haben wir noch. Den habe ich noch nie aufgemacht. Können wir auch probieren. Und sonst haben wir noch. Der gibt Mut und Kraft. Oh, okay. Mut und Kraft kann ich jetzt gebrauchen. Dann machen wir es auf jeden Fall den. Ja. Mein Mikro fällt immer ab. Nein, hör auf, Mikro. Was heißt, das fällt ab? Es rutscht hinter dem Ohr raus. So. Ja, dann machst du das wieder da rein und dann hält das alles. Jenny, das ist sehr schön, dass du da bist. Das ist übrigens Jenny. Und heute, beziehungsweise erstmal die Vorgeschichte. Hast du eigentlich mal was gesehen, was wir hier gemacht haben? Nein. Bei Noobs in Kitchen? Nein. Aber irgendwas anderes? Ja. Dich, wie du spielst, das hatten wir aber auch schon mal bei Noobs in Action. Stimmt, ihr kennt vielleicht Jenny nämlich aus Noobs in Action. Da habe ich ihr ein bisschen StarCraft beigebracht. Es wird immer gefragt, ob wir die restlichen Folgen noch machen. Deswegen machen wir jetzt Noobs in Kitchen. Ja, als Ersatz, oder? Ja, als Ersatz. Okay, also pass auf. Wir haben gekocht schon. Dreimal. Und eigentlich haben wir die ganze Zeit nur... Ach nee, beim ersten Mal haben wir einen Geburtstagskuchen gemacht. Ja. Das war das erste Mal das war in meinem Desaster, Leben, hast du gesagt. Dass ich was gebacken habe. Und das war richtig, richtig scheiße. Also wirklich, kann man nicht anders sagen, das war einfach richtig kacke. Dann haben wir aber zwei richtig lecker Gerichte. Dann habt ihr einen Hamburger und einen veganen Hamburger und ein veganes Zucchini-Brot gemacht. Ja, das weiß ich auch. Aus dem Ich habe das Bild gesehen. Vom Attila Hildmann. Den habe ich lustigerweise heute Morgen im Fernsehen gesehen. Ist der berühmt eigentlich? Weiß ich nicht. Aber ich wusste, dass ich den Namen schon mal irgendwo gehört habe. Ja, das lief ganz gut. Aber eigentlich habe ich nicht so Ahnung eigentlich von Geschmäckern und Kochen und so. Deswegen habe ich gedacht... Ich habe das erste Mal gesehen, dass er davon keine Ahnung hat, als wir bei ihm hier haben wir Fisch gekocht, weißt du das noch? Den du selber geangelt hast. Ja, aber Fisch kann ich auch gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie Fisch geht. Nee, das Problem war, wie du die Zwiebel geschnitten hast. Hä? Was? Mein Zwiebelschneidskill, der ist super. Ich schneide dir heute Zwiebeln, Jenny. Okay, damals sah das Ganz auf jeden ehrlich, Fall richtig schlimm aus. Das war aus. Damals schon genauso gut, Nein. wie es jetzt ist. Auf Nein, jeden damals Fall. Sah das richtig schlimm aus, wie du die auseinandergenommen hast. Das sah auf jeden Fall Kann mir mal einer mein Telefon rüberbringen? Wir müssen nochmal twittern auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob die Leute überhaupt wissen, dass wir heute kochen wieder. So, Jenny. Das ist Puderzucker. Du hast was vorbereitet. Ja. Beziehungsweise wir haben zusammen auch ein paar Sachen ausgewählt. Ja. Heute kommt was Einfaches. Und je nachdem, wie das dann läuft, gibt es dann was Schwereres. Mit Kartoffeln schon mal. Ja. Aber pass auf. Wir haben nämlich was vorbereitet. Die Leute, die sollen nämlich, da können wir gucken... Die sollen ja mitkochen. Vielleicht haben dieses Mal schon ein paar die Zutaten nämlich auf Facebook gesehen. Aber falls ihr das als Video jetzt auch seht, ne, auf YouTube, dann habt ihr hier nochmal die Zutaten. Hier. Da. Das könnt ihr mitmachen. So, und wir haben auch alles davon, ja, außer die Zitrone. Was? Ich habe das eben schon mal recherchiert. Man kann so einen Äpfel vor dem Braunfärben wohl auch mit Essig helfen. Auch Essig haben wir nicht. Dann kann man noch helfen mit Wasser und Natron. Auch Natron hast du nicht. Und dann kann man noch mit Salzwasser das vielleicht irgendwie hinkriegen. Deswegen probieren wir es mit Salzwasser. Dann müssen wir aber sagen, wenn man die Zitrone einsetzt. Ja, das sage ich. Dann nennen wir das Salzwasser. Ey, was sind das denn für krasse Äpfel? Guck mal, wie die glänzen. Ja, ich dachte, die sehen schön aus. Guck mal. Vor allem dachte ich, die würden in dem Küchlein richtig gut aussehen. Das Problem an der Sache ist, dass wir jetzt keine Zitrone haben. Und damit sehen die wahrscheinlich richtig schlecht aus. Die sehen gar nicht echt aus. Das sind bestimmt hochgezüchtete. Nein, das sind... Oh, aber guck mal, ich habe vor die... Das sind Schneewittchen-Äpfel. Die hier sind Riesenäpfel. Ja. So. Gut, also machen wir heute eine Suppe. Also wir wollten das einmal durchgehen, was wir haben, ja? Ja, ich habe noch nie eine Suppe gemacht übrigens. Du hast noch nie eine Suppe gemacht? Nee. Also, achso, lass einmal schnell durchgehen. Blende nochmal ein, bitte. Also als erstes steht da wahrscheinlich gleich eine Zwiebel. Ja, die habe ich schon mal. Dann brauchen wir 750 Gramm Kartoffeln. Yoshi. Blende ein. Ja, ist doch egal, ich weiß es aus dem Kopf. Wir brauchen eine Möhre.
Möhre haben wir. Knoblauch. Ich will hochhalten. Okay, Kokosnussmilch. Damit ich weiß, was alles ist. Kokosnussmilch. Ein bisschen Sahne nachher zum Servieren. Oh, Milchprodukte. Kürbiskerne kann man nachher zum Dingsens benutzen. Kürbiskerne. Und Balsamico schmeckt eigentlich auch ganz gut. Curry brauchen wir, ganz wichtig. Ist ja eine Currysuppe. Also, ich habe das oben angefasst. Brauchen wir die Äpfel auch? Ja, die Äpfel brauchen wir für diesen Nachtisch. Und mein Dings ist gleich wieder weg. Marille Donautal. So. Reichtum an Früchten, Marmelade. Ist das Marmelade? Ja, das ist Marmelade. Die ist für einen Kuchen. Da kann man entweder Marmelade nehmen oder man nimmt eine Zimtzuckermischung. Ich habe jetzt beides mitgebracht. Mhm. Gucken wir mal. Okay. Und dieses Mikro ist ein bisschen anstrengend. Drück das mal hinten so zusammen noch weiter. Habe ich schon. Dann hast du zu kleine Ohren. Ja, es tut mir leid. Für unsere Mikros. Ich kann das auch nicht sehen. Lass mich mal. Ich will dir nicht in die Haare fassen. Du tust mir schon nicht weh. Okay. Das muss aber. Das da geht immer weg. Hier geht es raus. Also ab. Da, jetzt siehst du. Okay, dann machen wir das ein bisschen länger. So. Versuchen wir es mal so. Okay. So. Achso, und Lauchzwiebeln noch zum Garnieren. So, und für den Nachtisch brauchen wir Blätterteig. Ja. Den habe ich eben nochmal geholt, weil den habe ich auch vergessen. Kauft man einfach so. Den kann man einfach kaufen, Blätterteig zu machen. Das ist ziemlich schwer, weil du das erste Mal gebacken hast bei dem Kuchen und das ein Desaster war. Blätterteig. Erstmal easy. Erstmal Basics. So, und dann haben wir Marillenmarmelade. Marillenmarmelade, ja. Nice. Und die war übrigens super teuer. Die teuerste Marmelade aus. Das kannst du sagen. 3,99 hat die gekostet. Ja, aber das ist teuer für eine Marmelade. Ja, ich glaube, der Rest war billiger, aber ich habe einfach ins Regal gegriffen, weil ich hier 3 Minuten vor 8 nochmal bei Edeka war, um den Blätterteig zu holen. Und dann dachte ich, heute ist der Tag der schlechten Vorbereitung. Ich war richtig gut vorbereitet. Ich habe zu Hause, bin das Rezept nochmal durchgegangen, habe alles nachgeguckt, habe den Blätterteig nochmal in den Kühlschrank getan und dann habe ich noch gedacht, den vergesse ich nachher garantiert und dann habe ich ihn auch vergessen. Okay, liebe Freunde, ihr zu Hause. Vielleicht kocht ja heute schon jemand mit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es twittert oder sonst wo postet, wo wir es sehen können nachher. Aber nächstes Mal auf jeden Fall, ja? Wir posten die Zutaten auch immer vorher. Weil das sollt ihr. So, und jetzt fangen wir an. Was machen wir? Wir fangen mit dem Kuchen an. Mit dem Nachtisch. Ja, weil der muss 40 bis 45 Minuten in den Ofen. Und das ist deine Muffin. Das ist meine Muffinform. Weil ja, Niklas hat sowas nicht. Der hat ja auch noch nie gebacken. Wie soll er dann eine Muffinform haben? Ja, wir haben ja schon 2 Mal gebacken. Einmal den Kuchen, der nichts geworden ist. Und einmal habe ich mit dir ein Brot gemacht. Ja, aber das war bei mir. Das war irgendwie super nice. Und dann hatte ich voll viele Zutaten übrig und wollte das eigentlich nochmal machen. Aber ich habe es nie wieder gemacht. Das steht hier irgendwo in der Ecke alles. Hast du gesehen, ich habe noch ein Brot gebacken. Ja, das war auch so nice. Ja, das war auch richtig nice. Ja. Das ist auch mit viel, viel weniger Kohlenhydraten gewesen. Kohlenhydrate sind gut, Jenny. Ja, das hat ja auch noch Kohlenhydrate, aber nicht zu viele. Okay, pass auf. Wir haben übrigens auch, pass auf, von einer Zuschauerin. Oh, ich weiß ihren Namen gerade nicht mehr. Sorry. Niklas, du bist schlecht vorbereitet. Ich bin richtig schlecht im Namen. Und das ist richtig schlecht. Aber das eingraviert Noobs in Kitchen. Weil wir hatten erst mein Glasbrett. Das ist richtig schön, das Brett. Mhm. Das Glasbrett, und das war immer so laut. Deswegen machen wir das nicht mehr. Okay. Okay, ich schneide was hier. Ja, du kannst die Äpfel abwaschen und sie dann in ganz, also dann musst du sie einmal halbieren, das Gehäuse rausmachen und dann in ganz feine Scheiben schneiden. Okay, und Äpfel schneiden kann ich. Wobei, ich habe noch nie einen Apfel entkernt. Aber es kann nicht so schwer sein. Also erst machen wir diese Dornröschenkuchen. Ja. Nice. Die hätten eigentlich Schneewittchenkuchen heißen müssen, ne? Warum? Schneewittchen ist das mit dem Apfel. Ach so, deswegen? Ich habe gedacht, weil die aussehen wie eine Rose. Ja, ach so, ja. Deswegen habe ich an Röschen, glaube ich, gedacht. Mhm. Es hätte irgendwie Schneewittchenröschen sein müssen oder so. Naja. Ach ja, aber das ist schön, dass wir zusammen kochen. Wie geht's dir denn überhaupt, Jenny? Ganz gut. Und selber? Ja, heute... Heute bist du ein bisschen genervt, Bin ich ein Griesgram. Du kennst mich jetzt auch schon länger, ne? Ja. Wir kennen schon seit dem Studium. Und heute habe ich irgendwie so einen Tag. Wo hast du ein Messer? Hier. Aber das Schöne ist immer, dich kann ich nicht runterziehen. Sondern du baust mich dann auf. Das ist toll. Ist das so? Da funktionieren wir ganz gut. Ja, wann kann ich dir schon mal die Laune vermiesen?
ich dir schon mal die Laune vermiest? Ich überlege gerade. Nee. Ich weiß gerade nicht, von welcher Seite wir das am schlausten machen. Du hast immer gute Laune. Ich habe übrigens die Kuchen auch noch nicht gemacht. Deswegen überlege ich gerade, von welcher Seite wir das hier am besten anfangen. Achso, ist eigentlich noch irgendjemand da, der uns erzählen kann, was im Chat so passiert? Ist Jens eigentlich noch da? Ja, Jens wartet aufs Essen. Können wir nicht irgendwie dir ein Mikro geben oder so? Drüben liegt doch noch eins, das kannst du dir so aufsetzen, weißt du, an der Fensterbank. Und dann kannst du mal da drüben mit in den Chat gucken, was die lieben Leute im Chat denn so schreiben. So, Apfel. Das sieht mir falsch aus. Was denn? No. Nix. Hast du was falsch gemacht schon? Jenny, ja, ich weiß nicht, in welcher Richtung ich das schneiden muss. Und ich glaube, das ist zu breit, deswegen machen wir das jetzt doch längs. Aber das ist ja schön, das ist Teig, das kann man wieder zusammenbacken. Erzähl mal bitte aber, was du da machst, weil ich will auch ein bisschen was lernen. Wir wollen das Ganze ja gleich hier rauflegen, die Scheiben. Ja. Und deswegen schneide ich die in 5 Streifen. Ich schneide die jetzt in 4 Streifen so. Was sollte ich nochmal mit den Äpfeln machen, wenn die im Kern sind? Wenn sie im Kern sind, ganz dünne, hauchzarte Scheiben schneiden. Wie Scheiben? So Scheiben? Guck, so. So. Ja, oder? Aber vielleicht schneidest du sie einmal noch so durch. So. Genau, und dann schneidest du... Da so Scheiben. So Scheiben, ja, aber mach's am besten auf dem Brett, damit es auch was wird. So, und dann legen wir hier gleich... Die Äpfelchen drauf. So dünn? Geht das? Ja, so ist gut. Okay. Sieht gut aus. Beide Äpfel brauchen wir. So, dein Backofen. Den geht hier alles? Ja, bestimmt. Okay, gut. Und von meinem Kühlschrank ist das Kühlfach fast kaputt. Und das Terranfeld hat einen riesen Riss in der Mitte. Guck mal. Für diejenigen, die das Ganze jetzt mit Marmelade machen wollen. Ich habe jetzt aber einen Pürierstab, den haben wir auch schon geschenkt bekommen. Ja, das ist gut. Einen Pürierstab brauchen wir ja auch. Wo ist der überhaupt hier oder habe ich den? Wo habe ich den denn? Doch, der muss hier sein. Irgendwie. Hallo. Wenn er woanders ist, dann kriege ich eine Krise, weil du hast gesagt, du hast einen Pürierstab. Hallo Jens. Hört ihr mich? Ja, so. Warte mal, ich mache die mal ein bisschen lauter für uns. Sag mal was. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist denn die Zitrone geblieben? Ha. So. Auch dünn. Für diejenigen, die das Ganze mit Marmelade machen wollen, statt mit Zimt und Zucker, die nehmen Marmelade, machen die ein bisschen in den Topf, ein bisschen Wasser dazu. Ein bisschen. Was machst du da? Ja. Was ist das? Das kommt darauf. Marmelade? Ja. Mit Wasser? Ja. Warum? Das machen wir jetzt in den Topf, machen das warm und dann wird das da drauf gestrichen. Warum machen wir das? Hast du sowas wie einen Schneebesen? Nee. Hm. Warum machen wir das? Gut, ich nehme jetzt den vom Handrührgerät. Jenny, muss auf meine Fragen antworten. Warum wir das machen? Ja. Weil das hier gleich auf diesen Teig quasi kommt. Und ja, das aber das so ein bisschen kalt. Das ist die. Ja, was? Das können wir doch auch kalt. Warum man da jetzt Wasser zumacht, damit das ein bisschen flüssiger, einfacher zum Verstreichen ist und ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, aber du stellst doch Fragen. Du machst es doch auch warm. Ja, ich mach das ein bisschen warm. Ja, warum damit, denn? Dass man das ein bisschen besser, wie heißt das, sich ein bisschen besser vermischt. Vermischt. Mhm. Ich weiß nicht, warum man es warm macht und im Wasser. Okay. Ich habe das so gelernt. So. Entschuldigung, Jenny, dass ich gefragt habe. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht alles. Du wolltest Nachtisch. Nachtisch mache ich nicht so oft. Hä? Du machst doch immer voll die leckeren Back- und Naschsachen auf Instagram. Ich ja, das aber das ist Backen. Das ist doch ja jetzt auch Kuchen. Backen. Außerdem auf Instagram ist gar nicht so viel zum Backen und so. Wir können das nächste Mal einen Quark machen, das mache ich richtig oft. Oh, ich habe so eine leichte Aversion gegen Milchprodukte. Ja, ich weiß. Ich habe übrigens alles jetzt Milchprodukten gekauft, weil ich das nicht eingesehen habe. Wow. Okay. Also ich kann sie essen, aber trotzdem habe ich so eine Aversion. Ja, aber guck mal, also ich hätte zum Beispiel... Weil in Milch, also in Kuhmilch, ist nichts drin, was du brauchst. Nichts. An der größten... Kalzium. Ach, da ist doch so wenig Geschmack Kalzium drin. Geschmack ist in Milch. Bitte? Geschmack ist in Milch. Ja, Fett. Das ist ein Geschmacksträger. Wir sind pro Geschmack.
Und Contra kein Geschmack. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch Butter und keine Margarine. Geil. Mann, Jenny. Ja. Du machst immer das, was du willst. Mach ich auch. So, und eigentlich geht man nicht mit dem Messer in den Topf, aber Niklas hat auch keine Pinsel oder so, die man zum Backen verwenden würde. Wahrscheinlich. Und mach das ordentlich mit den Scheiben, sonst sehen die Röschen nachher scheiße aus. Was mach ich? Dann musst du früher kontrollieren. Das hier. Ja, die geht. Oh Mann, dann isst die halt. Aber sind die gut? So? Ja, die sind gut. Wir geben mir echt Mühe. Ja, ich sehe das schon. Wenn ich was falsch mache, musst du mir das direkt sagen. So, dann einfach ein bisschen Marmelade auf diesen Dingern oder die Zucker-Zimt-Mischung, zeige ich gleich bei zwei anderen. Auf dem Verteilen. Das besser machst du jetzt einfach auf dem Blätterteig drauf. Ja, besser wäre ein Pinsel zu nutzen dafür, so für Backwaren und so. Haben noch, die meisten vielleicht zu Hause. Ein Esslöffel. Nimm noch die Zahnbürste von Niklas. Als wenn die meisten zu Hause einen Pinsel haben. Also das will ich jetzt mal wissen. Ich habe einen Pinsel. Mach mal einen Curse. Jens hat einen Pinsel. Mach mal eine Curse-Umfrage, bitte, Jens. Wer hat einen Pinsel zu Hause? Also einen zum Kochen. Das will ich jetzt wissen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute echt Kochutensilien haben. Die meisten, die noch zugucken, sind E-Studenten, die haben nichts. Also ich hatte auch, in Lübeck hatte ich nicht so viel, ne? In Lübeck habe ich auch nicht gekocht. Gar da war nicht? Ich immer mit euch in der Mensa und musste voll zusehen, dass ich nachkomme mit dem Essen, weil ihr so doll und so schnell essen konntet. Ja, Philipp und ich, ne? Ja, Philipp vor allem. Stimmt, Philipp konnte genauso schnell essen wie ich. Das war lustig immer. Da musste ich mich nicht zurückhalten. Ja, und dann wart ihr immer schon fertig und hatte noch nicht die Hälfte von meinem Essen. Ja, wenn du immer so viel redest. Nee. Ja, genau, daran liegt das. So, und für die anderen zwei machen wir jetzt so eine Zucker-Zimt-Mischung. Dann nehmt ihr einfach, ich glaube, das kriegt jeder hin. Niklas, kriegst du das hin? Du musst alles genau erklären. Okay. Da sind jetzt Leute vielleicht, die haben noch nie gekocht und wegen uns kochen die mit. Okay, cool. Es ist nicht so. So, dann nehmen wir so einen Teelöffel Zimt. Wir brauchen nämlich eigentlich nicht so viel. Wo machst du das jetzt rein? In eine Tasse. Ja, und dann noch was? Und einen Teelöffel oder Zucker? Zwei Teelöffel so, Zucker. So, der Poll, der läuft übrigens, meine lieben Freunde. Ja, wie sieht's aus? Sag ich noch nicht. Tendenz? Tendenz pro Calcium pro Milch. Hey, ja, finde ich gut. Das war gar nicht der Poll. Ach so. Hörst du mir nicht zu, wenn ich was sage, Jens? Jens, ich finde das super, was du da machst. So, und dann macht man hier so ein bisschen Zucker und Zimt drauf. So, ich habe eine gute Nachricht. Und zwar, ich habe den Poll gestartet mit Ja, Nein und zwei Pinsel. Und wir haben aktuell 40 Leute haben bis jetzt zwei Pinsel, 43 Leute haben einen Pinsel und elf Leute haben Nein gesagt. Erzählt mal, ey. Ihr guckt doch alle nur den sehen. Die wollen mich alle nur ärgern heute. Guck mal, die merken, auf den PC. Guck mal, Niklas hat heute, der ist heute angeschlagen und leicht zu ärgern. Heute ärgern wir den einfach alle. Ja, guck doch mal hinten, siehst du doch deinen schönen Curse-Client und dann kannst du direkt die Pollergebnisse live sehen. Guck mal, Genius Curse, das benutzen wir jetzt. Ja, zwei Pinsel, siehst du? Ich habe auch zwei Pinsel. Krass, ey. Dann kann ich die mal mitbringen, den zweiten. Ja, feiert, ey. Ja, wir sind 399 Mitglieder auf unserem Server auf Curse. Ihr könnt jetzt der 400. sein. Jetzt könnte der sein. Geht auf Curse. So, achso, wir bräuchten irgendwie eine Schüssel. Bonjour. Stream, unterm Stream. Ich habe ganz viele kleine Schüsseln. Ja. Das habe ich nämlich richtig viele. So, das ist super. Rein theoretisch, also ihr, die eine Zitrone habt, ihr nehmt die jetzt und tut. Also, warte. Wir müssen es nämlich andersrum machen. Wir nehmen Wasser. Kannst und du mich dann viel machen lassen? Weil sonst machst du ja, alles. Dann mach bitte mal Wasser und vermisch das mit Salz, wo auch immer du Salz hast. Oder mehr. Ein bisschen Salz mehr. Hat genug, der Niklas noch an sich haftet von Also, ihr macht das Ganze. Ihr, der ist ganz verkalkt, der Wasserhahn, deswegen funktioniert das nicht so gut. Ihr tut die ganzen Äpfelscheiben in eine Schüssel und dann macht ihr da den Zitronensaft von einer halben Zitrone circa ran. Das noch nicht, du musst jetzt da Salz reinmachen. Salz. Und wie viel? Teelöffel? Ja, ein Teelöffel. Gib mir mal einen Teelöffel. Und bitte. 407 Mitglieder haben wir jetzt. Oh! So. Also. Und macht die Äpfel in eine Schüssel und da macht ihr dann Zitronensaft drauf und dadurch werden die dann halt nicht braun. Da wir jetzt keinen Zitronensaft haben, da ich die Zitrone vergessen habe. Ja, genau. Nur deswegen macht man das. Und alle wir rein? Hoffen jetzt, dass das mit dem Salzwasser
auch hilft. Das habe ich eben kurz vor der Show im Internet nachgelesen. Also ich mache alle, ja? Alle nacheinander. Ja, einmal so, dass die so okay, ein bisschen... Okay, ich mach. Hast du eigentlich Hände gewaschen? Ich habe Hände gewaschen. Ja, habe ich. Okay. Übrigens haben zwei Pinsel gewonnen. Die meisten haben wohl diese schwedischen Einrichtungshaus-Silikonpinsel. Lügen tust du. Gut, ich nehme das jetzt erstmal. Du kannst dann noch gleich wieder welche machen. Okay, also ich habe eine Frage. Ja. Du hast jetzt vier Bahnen. Ja. Auf den untersten Beinen hast du nur Marmelade. Und auf der habe ich nur Zucker und Zimt. Nur Zucker und Zimt. Warum? Damit, sind das vier verschiedene dann, das oder sind was? Zwei, ja, es sind vier verschiedene. Und zwei verschiedene Sorten. Also du machst da auch noch Variationen rein. Du bist ja richtig. Und dann legen wir die einfach so übereinander. Immer so. Guck mal, sieht man das? Ja, ich glaube, das sieht man. Immer so, dass die übereinander liegen. Oh, oben an Rand. Du hättest okay, darf ich das machen? Ja, darfst du. Wir haben eine wichtige Frage. So, ne? Wurde der Ofen vorgeheizt? Ja, Jenny ist ein Vorheizer. Find also muss man nicht, aber ich weiß nicht, wie Niklas Ofen ist, deswegen habe ich ihn jetzt vorgeheizt. Vorheizen ganz schlecht, Jenny. Heute guck mal, wie doll dein Müll getrennt ist, dann reden wir weiter. Ja, in Hamburg trennt man keinen Müll. Das machen die alles automatisiert auf der Deponie. Mhm. Also ich habe verschiedene Mülleimer bei mir zu Hause. Ich habe nur einen Hausmüll. Ich würde trennen, wenn wir verschiedene Müll... Ja. Das ist richtig doof, ey. Okay. Du wolltest mich noch weiter kritisieren. Die sollten noch ein bisschen dünner sein. Ja, sie hätten noch ein bisschen dünner sein können. Beim nächsten Mal mache ich die richtig dünn. Ich werde wahrscheinlich nie wieder... Ich glaube, du darfst sowieso noch einen Apfel machen. Okay. Weil dadurch, dass sie jetzt so dick sind, haben wir zu wenig Apfelstand. Na, ich glaube, ich habe einfach zu viel gegessen. Okay, die Bahn auch? Ja, aber da, wir klappen das dann um. Ich möchte kurz etwas erwähnen. Wir haben doch letztes Mal schon geklärt, als Yoshi da war, warum wir vorheizen, damit die Zeitangaben auf den einzelnen Packungen stimmen. Ja, ich krieg gleich eine Gosche. So. Und klappen die so zu? Ich will den nächsten zuklappen. Lass mich alles alleine machen. Und dann? Und dann war es ja schon, oder was? Und wenn wir das zugeklappt haben, so, dann versuchen wir das aufzurollen. Das geht gar nicht. Du hast sie so dick geschnitten, dass man den zu... Oh Mann, gar nicht. Ich muss jetzt immer brechen. Das hat nicht so gut geklappt, Niklas. Ja, aber ich habe dir das gezeigt und du hast gesagt, ja. Ja. Ich kann jetzt nicht noch dünner machen. Ich kann neuen Apfel schneiden. Ich probiere das mal von dieser Seite. Wie soll ich den jetzt dünner machen? Übrigens, die erste Scheibe, die ich habe, ist ziemlich dünn. Schneide ich mir nur einen Finger. Von hier sieht das gut aus. Nee, die wollen nicht. Das ist voll widerspenstig. Es tut mir leid. Ich krieg das nicht zusammengedreht. Ich habe gesagt, ich bin nicht so der Dessert-Typ. Okay, ich versuche sie zu retten. Aber wahrscheinlich wird das einfach nichts, Jenny. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon verloren. Ja, ich glaube, wir haben schon verloren. Das ist auch das falsche Messer, um dünn schneiden. Was ist denn ein besseres Messer zum dünn schneiden? Der Niklas hat aber nicht so viele Messer. Das ist schade. Dann brauchen wir dringend mehr Messer für Niklas. Okay. Ich gebe das auf. Ich tue das so in die Muffinform. Ich und die Muffinform kämpfen noch. Okay, Jenny. Aber das sieht ganz schön aus. Wir wollen ja kein Lebensmittel wegwerfen, ich weiß, aber ich versuche... Nein, ich tue die da so rein. Es könnte ganz schön werden am Ende. Bevor du die wegschmeißt, gib sie uns, wir essen die so. Ja, also die könnt ihr auf jeden Fall alle essen hier. Nice. Nein, guck mal, essen. Die ist ziemlich dünn. Guck mal, die hast du richtig gut geschnitten. Okay, du sammelst mal die raus, die dünn genug sind. Und ich werde jetzt mit diesem Apfel ultra, ultra dünne. Ja? Mhm. Ultra dünn. Nimm mal ein größeres Messer dafür. Gib mir mal ein großes Messer. Haben wir eins? Das ist, glaube ich, dein größtes Messer. Aber das ist richtig stumpf gerade. Ich habe nur dieses Kartoffelschälmesser. Ich brauche halt irgendwie ein Messer. Wie soll man damit denn noch dünner schneiden? Okay, ich halt drei. Sind noch welche bei, die man gebrauchen kann? Die sind jetzt nicht gesalzen, ne? Doch, schon ein bisschen. Ich habe eben einen probiert. Okay. Salz ist übrigens nicht so cool. Schmeckt nämlich nach Salz. Hä? Gibt's Salz, was nicht nach Salz schmeckt?
Okay, ich wusste nur nicht, ob das doll durchschmeckt oder nicht, aber vielleicht waren es auch meine Hände. Zu viel Salz. Das lieber ist zu dünn. Das du ist jetzt ja, zu dünn. Wir müssen schon noch das, ich muss den noch. Zu dünn. Hast du eine Reibe? Nee. Du fragst Sparschäler habe ich. Niklas hat nix. Okay, das ist zu dünn, dann vielleicht so. Ja, so ist super. Soll ich dir das und Messer jetzt nicht schärfen? Hier dicker werden. Nicht dicker werden. Ha, Jenny. Ich dachte auch übrigens, das geht schnell, deswegen dachte ich, das ist nicht so richtig vorheizen, was wir hier machen. Du hast echt das kleinste Krüppelmesser, das es gibt. Ich habe kein besseres Messer dafür. Das hier ist noch, aber das ist dick. Das ist dafür nicht besser. Das musst du vorher schärfen. Das schneidet gar nicht. Ja. So, geht er? Ah. Gib mal her. Nein, ich will das jetzt. Nein. Das ist echt voll. Okay, ich versuche dich zu supporten. Ich habe das. Ja. Dann habe ich noch das. Das hat Jens beim letzten Mal geschärft. Bitte nicht so schärfen, so machst du das Messer kaputt. Nee, das geht. Nein. Warte, ich komme. Kann hier das nicht mit ansehen. Das hier vielleicht, Jenny. Es geht nicht. Das hier vielleicht. Messer schärfen kann ich nicht, dafür habe ich Männer. Tja, da bist du bei mir bei der Falschneider. Man nennt ihn Jens. Und er nimmt den Messerschärfer in die Hand. Macht erst das Messer schön nass. Du musst das nass so machen, aber dann habe ich Angst, dass ich mir schneide. Jetzt sieht man schon diese skilligen Bewegungen drauf, runter, unten, oben. Man hört das auch schon am Klang, dass das viel, viel gekonter. Ja, Yoshi! Ist. Also jetzt kann man auf jeden Fall damit auch Stahl schneiden. Das hat nichts gebracht, das Messer ist einfach scheiße. Das Messer ist echt scheiße. Okay, das läuft ja schon mal gut. Oh, der Tee. Schmeckt der Tee wenigstens? Ja, na klar. Dein Tee steht da hinten. Prost. Du könntest schon mal Kartoffeln schälen. Oh. Das kann ich auf jeden Fall. Dafür brauchst du ein Messer, ne? Ich hab noch eins. Ich hab noch eins. Scharf? Probier's mal. Probier das mal, Jenny. Das ist zu groß. Zu groß, Jens, zu groß. Nee, warte, du bist jetzt... Einmal ausprobieren, ob es scharf ist. Ja. Ja, ist schärfer. Okay, zu groß. Aber danke. Danke für deine Bemühungen. Hast du toll gemacht, Jens. Jetzt ja, weiß genau, ich auch, wie man Messer schärft. Das Problem an der Sache ist immer noch, dass ich Angst habe davor. Bitte. Gibst du mal so ein paar Schüsseln raus von diesen großen? Die brauchen wir bestimmt noch. Das Paket lege ich mal hier rüber. Jenny? Mache ich. Davon hast du echt viele. Ja, die hat Gerrit mir alle geschenkt. Das war aber nett von Gerrit. Da hast du wenigstens was jetzt. Die hat er über beim Umzug. Gerrit hat eine mega Riesenwohnung in St. Georg. Alter, die ist hast so du krass. Erzählt? Boah, ich war da Silvester. Ich bin so neidisch auf Gerrits Wohnung. Bist du sicher, dass wir nur so viele Kartoffeln brauchen? Meine Wohnung warst du auch mal neidisch. Ja, deine Wohnung ist auch schön, aber die ist halt nicht so groß wie Gerrits. Gerrits ja, ist halt wie ein alleine. Palast. Ja, stimmt. Und krieg keine Kinder demnächst. Jenny, wir wollen doch hier keine privaten Details rausplaudern. Ich habe ja nur gesagt, dass ich keine demnächst kriege. Guck mal, das sieht gar nicht schlecht aus. Guck mal. Oh, das sieht schon besser aus, ja. So. So, ich schäle jetzt einfach diese Kartoffeln. Du warst gerade im, in, wo warst du nochmal? Thailand. Thailand. Wie war das überhaupt? War richtig schön. Wir haben gar nicht darüber über den Urlaub geredet, fällt mir gerade ein. Aber, jetzt ist in Thailand ja voll Überschwemmung. Jetzt gerade. Also wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Und ja, das ist richtig schlimm. Also die volle Überschwemmung und da sind sogar Krokodile aus dem Zoo ausgebrochen. Oh, das habe ich gelesen, ja.
Die sind dann bei der Überschwemmung sind die rausgekommen aus dem Zoo. Ja, genau. Und waren auf einmal mit in den überschwemmten Gebieten drin. Das ist aber auch irgendwie ein Abenteuer, wenn das passiert, wenn man da ist. Ja, muss ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht haben. Also wir hatten genug Abenteuer so. Also wir sind mit dem Roller gefahren und so 200 Kilometer an einem Tag. War auf jeden Fall furchtbar, aber auch irgendwie lustig. Dann haben wir zwischendurch auch gedacht, dass wir den Rollerschlüssel verloren hätten. Ja, mit was für einem Roller? Mit so einem City, mit so einem Mofa-Roller. Ja. Krass. Zu 200 Kilometer. 200 Kilometer tut einem der Hintern auf jeden Fall richtig gut weh danach. Wie lange braucht man denn da? Hin haben wir mit Verfahren und so 3 Stunden oder so gebraucht. Ich wollte aber auch nicht, dass wir schneller als so 60 fahren, weil ich Angst hatte. Und was haben wir Niklas, noch? Niklas, hast du nicht einen Sparschäler bekommen? Ja, aber ich schneide Kartoffeln lieber mit einem Kartoffel. Wir waren in so einer Höhle, die war komplett dunkel. Man musste mit Taschenlampe rein, also mit so einer Stirnlampe. Und dann sind wir da durchgewartet, weil irgendwann ist die quasi, also da war überall Wasser dann in der Höhle. Und dann musste ich auch an manchen Stellen schwimmen und so. Das war schon richtig cool. War auf jeden Fall ein Abenteuer. Und viel. Wie schwimmen? Ja, durch die Höhle schwimmen, im Dunkeln. Mit Stirnlampe auf dem Kopf, weil die Höhle voll Wasser war. Boah, das ist doch voll Panik bekommen. Nein, es war mega cool. Aber eine hat tatsächlich Panik bekommen, die mit uns da war. Die fand das nicht so cool. Und, was haben wir noch? In der Höhle war sogar noch ganz am Ende, hat er uns dann gezeigt. Guck mal, da sind vor der Knubbel drauf auf der Kartoffel. Da waren, ja, habe ich gesehen. Dann waren da Spinnen und so. Also solche Spinnen überall. Hätte er mir das am Anfang dieser Höhle gezeigt, wäre ich auf jeden Fall durchgedreht und wäre da nicht mehr reingegangen. Ein bisschen Spinnenphobie? Nee, aber die Spinnen waren halt riesig und die hätten halt überall sein können. Es war halt dunkel, ne? Mhm. Und dann war noch... Okay, so sollte ich die nur schneiden. Aha. Nein. Doch nicht? Du machst die gar nicht richtig, oder was? Ja, ich würde sie gerne länger schneiden, aber das ist halt nicht möglich. Was brauche ich denn dafür, damit ich die länger schneiden kann? Ein besseres Messer. Ein besseres Messer. Aber gute Messer sind teuer. Ne? Nächstes Mal bringe ich meinen Messerblock mit. Was haltet ihr davon? Finde ich super. Boah. Ey, ich habe wirklich gute Messer. Trust. Ich will mir denn lieber aber ein Messer holen, was denn auch passt. Du brauchst halt für alle möglichen Sachen brauchst du unterschiedliche Messer. Du brauchst nicht ein Messer für alles. Das geht nicht. Ein Messer. Das gibt es bestimmt. Nein, es geht nicht. Die Super 6, 16-Sterne-Köche wetten, die haben ein krasses Samurai-Messer. Du brauchst ein Filetmesser, du brauchst ein normales Schneidemesser, du brauchst ein... Ach. Wie viele Messer hast du, Jenny? Ich habe so ein Magnetding mit ganz vielen Messern. Wie viele da genau dran sind? Ich habe ja auch so ein Magnetding. Ja, aber bei mir sind da Messer dran und keine Kronkorken. Darf ich kurz ein paar Subs vorlesen? Na, sicher. Ja. Aber nur wenn der Niklas sich richtig freut, dann danach. Und okay, dann nicht, Jens. Dann lass es leider nicht. Einmal hat Mann Hatta Nice oder so resubscribed für 2 Monate. Gungang 91 hat resubscribed für 4 Monate und Darkset 13 hat resubscribed für 2 Monate. Nice. Und in 5 Minuten müssen wir eine kleine Pause machen, nur schon mal zur Info. Okay, 5 Minuten. Jenny, weißt du, was richtig doof ist? Was denn? Am 29. Da haben wir Fotoshooting mit dem kompletten Streamteam. Alle sind da. Wahrscheinlich sogar Leon, aber du bist nicht da, ne? Am 29. bin ich vielleicht da. Was? Ja. Dann kannst du ja mitmachen. Ja. Geil. François, Fotograf. François Fotograf, na, dann ist ja gut. Oh, bist du vielleicht sogar was? Der Sonntag, der 21. oder 22. Bist du da? Der Sonntag von einem Wochenende. Dann können wir, also da gehe ich nämlich mit François Locations auschecken wieder in Hamburg. Vielleicht kannst du ja mitkommen. Können wir wissen, was unternehmen. Oh, das war richtig anstrengend das letzte Mal mit euch. Hey, das war doch schön. Dann noch ein paar gute Fotos bei rumgekommen. Ja, aber wir mussten das letzte Mal... Eins hast du noch mal als Profilfoto. Bei Twitter. Ja, aber auch lange Zeit bei Facebook. Ja, aber
Nee, das war richtig anstrengend, die Locations mit euch auszuchecken, weil immer keine richtig waren. Ja, guck mal, aber so dünn in etwa. So dünn ist gut. Es ist ja auch schwierig, gute Locations für gute Fotos zu bekommen. Ja, aber ihr wolltet dann immer noch hier gucken und da noch gucken. Ja. Und das war irgendwann war es einfach zu viel. Stimmt, du warst irgendwann ganz kaputt und nörgelig. Ich erinnere mich. Hast du die Kartoffeln an? Ich habe mir jetzt irgendwie, sind das genug schon? Ich habe dir genauso viele rausgelegt, wie wir haben wollen. Okay, nice. So, und das sind wirklich schon die Kuchen, die wir machen. Das ist ja echt wenig, ne? Also so vom Aufwand. Ja, also man muss halt, außer man ist... Man muss halt Äpfel schneiden können. Äpfel schneiden und Scheiben schneiden. Ah, super. Ansonsten, ja, ist wenig Aufwand. Und, achso, wir machen heute eine Suppe, ne? Ich habe nämlich auch noch nie eine Suppe gemacht. Noch nie. Noch nie? Nee. Ja, also ansonsten, wenn du so klare Suppe und so, dann kannst du halt auch so Suppengrün und so. Kennst du das Suppengrün aus dem Supermarkt? Das einzige Wort, was ich gerade weiß, was du genannt hast, war Suppe und Supermarkt. Okay, es gibt so Bündel, da ist so Karotten, Lauch, Petersilie und so ein Knollensellerie ist da dran. Da frage ich mich, hey, was soll das? Und dann tue ich mir nur die Mohrrübe rausgreifen. Ja, das ist richtig gut, weil andere dann eine Mohrrübe zu wenig haben. Ja, das kannst du so in Stücke schneiden. Das ist wirklich gewollt. Das ist gewollt. Das ist Suppengrün. Das steht da auch dran. Suppengrün. Und dann... Ja, aber ich brauche immer nur eine Mohrrübe. Ja, da gibt es ja auch Mohrrüben so. Echt jetzt, Niklas? Was? Hä? Hä? Dein Tee. Vergiss deinen Tee nicht. Ach so, ja. Naja, und dann klappe ich das jetzt hier wieder zu... Oh, der Gino, der Herr Gino hat gerade geschrieben übrigens, erstmal schöne Grüße an Gino, dass du im Chat bist. Lauch? Fragezeichen, das sieht Niklas doch jeden Tag im Spiegel. Haben das Soundboard gerade nicht, ne? Schade. Oh. Naja, und dann nimmst du das Suppengrün und das kannst du dann schneiden und dann Gino, kannst Kasper. Du das anschwitzen, so wie wir Gino das gleich machen. Gino ist so ein Kasper. Kennst du auch Gino, ne? Ja. Was hältst du von Gino? Sag mal bitte, was ist ein Gino? Gino ist ein Netter. Das sagt es nur, weil wir on cam sind. Aber eigentlich... Ne? Eigentlich finde ich Gino total scheiße, oder was meinst du? Mhm. Das stimmt nicht. Sagt sie jetzt so. So, in einer guten Küche... Aber weißt du noch, bei Gino auf der Einweihungsfeier, wo du mir danach geschrieben hast, ob es mir gut geht? Boah, da warst du richtig voll, Jenny. Was war da denn los, ey? Ja, da war ich richtig voll. Da habe ich dich alleine gelassen, ne? Weil ich musste früh weg. Eieieiei. Mann, da waren so alle cool. Lang, mir ist was eingefallen, was wir hätten noch machen können. Salzig. Aber irgendwie geil. Das weg? Kann das weg? Ja. Hast du irgendwas, womit ich das jetzt hier einreiben kann? Das? Öl? Ja, ich habe nämlich was vergessen. Ich bin heute vorher auch ein bisschen... Ölen? Ja, vorher ein bisschen einölen. Damit die da nicht festbacken. Ich mache das jetzt mit den Fingern, weil Niklas keine Pinsel hat. Zwei Pinseln wären richtig gut. Sorry, kann mir jemand einen Pinsel schenken? Ich hätte gerne einen. Ich kaufe mir aber keinen, auf keinen Fall. Halte ich für völlig unnötig. Kann man, weißt du, was man nämlich nehmen kann? Ich habe auch keine Küchenrolle, aber ein Stück Klopapier. Toll. Würde gehen, oder? Das habe ich übrigens erstmal umgehangen, weil das nämlich an der Wand hang. Ein Klopapier? Ja, das hing falsch rum. Ach, so eine bist du. Ja. Echt jetzt? What the fuck? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Ja, aber ist mir vollkommen egal. Okay, also, ich krieg die dann nicht mehr raus. Der eine wird schön, die anderen kommen nicht aus der Form. Geil. Gut, cool. Schätzt du 40 Minuten ein? Ja, der Chat. 40 Minuten ab jetzt, Chat. Sag uns Bescheid. Der Chat sagt übrigens, Klopapier löst sich auf, wenn man es einfettet. Ach. Interessant, hat wohl irgendwer schon ausprobiert. 40 Minuten, los. Wehe, ihr vergesst das. Richtig Ärger. 40 Minuten, so, lieber Chat. Dann kannst du diese Zwiebel schneiden und deine Zwiebelskills zeigen. Aber erstmal machen wir eine Pause. Genau, so sieht es nämlich aus. Machen wir die schon? Warte mal, war das hier gerade alles live? Ja. Wie? Ja, auf Twitch. Hey. Jeden Tag. Montags bis freitags, 18 bis 24 Uhr, twitch.tv/bonjour. Und ladet ihr das auch alles dann auf YouTube hoch? Ja, nicht alles. Nur ausgewählten Content. Alles findest du entweder auf Twitch
Da gibt es nämlich auch einen VOD-Bereich oder bei uns auf dem Campus, auf der Website. Da steht übrigens alles da unten. Hast du das schon mal gelesen? Geil, das sehe ich ja jetzt erst. Da verpasse ich ja gar nichts mehr. Guck doch mal erst da unter. Oh. So, und dann kannst du fragen. Ja, sorry, ich kann nicht so gut lesen. Das gleich mit. Oh. Ja, willkommen zurück bei Noobs in Kitchen. Schön, dass ihr da seid. Wir kochen heute richtig nice Sachen. Noch immer über 800 Leute dabei. Das hat auch ganz klasse geklappt bis jetzt. Und jetzt kommt das absolute Highlight, ja? Die Zitrone. Ich werde diese Zwiebel schneiden. Und zwar genauso, wie ich das immer mache. Und Jenny kritisiert mich dabei. Nice. Ich bin gespannt, wie ihr das macht. Aber so zwischendurch, wir haben noch eine Alufolie auf die Kuchen gepackt, damit die nicht braun werden. Also Alufolie nur. Ist aber echt auch unnachhaltig, ne? Boah, ey. Ja, wir wollen doch die Welt verbessern, Jenny. Top oder Flop, ne? So, und jetzt pass auf, wie ich die Zwiebel schneide. Du könntest dein Oregano zum Beispiel auch nicht im Glas kaufen. Du könntest dir ein Oregano kaufen und die auf die Fensterbank stellen. Dasselbe könntest du mit Thymian tun. Und dasselbe könntest du mit Dillspitzen tun und mit Basilikum. Wenn du den für dein Leben lang behältst, ist das garantiert besser als die Gläser. Okay, Jenny, so schneide ich meine Zwiebeln. Ja, und beim letzten Mal sah die halt furchtbar aus. Ich mach erstmal so. Sieh mal das doch. Ah, der Niklas. Also pass auf, hier. Einmal in der Mitte. Zack. Zack, zack. Ja. Zack. Also ich mach das, zack, das mache ich ein bisschen anders. Zack. Aber beim letzten Mal sah die voll vergewaltigt. Zack. So. Voll vergewaltigt aus. Übrigens. Tolle Zwiebel, oder nicht? Man muss die auch gar nicht so krass schneiden, weil wir das am Ende eh pürieren und so. Ja, ich wollte dir nur zeigen, wie ich die schneide. Ja, hast du toll gemacht. Ja? Ich mache das anders. Ja, aber warum ist das denn schlecht? Ich schneide vorne die Spitze ab. Das hier. Zack. Ich habe noch nie einen Finger geschnitten. Also ich schäle sie vorher, dann schneide ich vorne die Spitze ab, halbiere sie. Mhm. Und dann schneide ich immer in so Fächer quasi unten rein. Okay. Und dann nochmal so und dann so. Dann hat man ganz viele kleine Würfel. Aber das ist jetzt egal, das brauchen wir eh nicht. Ich habe eine Idee. Wir müssen jetzt. Nein, ich schneide meine Zwiebeln so, wie ich das will. Und du schneidest deine Zwiebeln so, wie du das willst. Okay, machen wir so. Deal. Und du müsstest jetzt noch die Kartoffeln in Würfel schneiden. Also nicht, dass sie so groß ist, sondern so. Und soll das nachher alles püriert werden? Ja, das soll dann nachher. Dann kannst du schon mal die große. Ich habe so eine große Alu-Eisenschüssel unten drin. Ja, da. Ich glaube, da ist ganz gut zum Pürieren. Diese ganz riesige, weißt du? Ja, mach mal auf. Ja. Heiß, heiß, heiß! Ho, heiß, verbrenn dich nicht! Du hast ja echt Schüsseln. Ja. Aber wir pürieren das im Topf, mein Lieber. Warum das denn? Weil wir das einfach im Topf lassen und da drin pürieren. Wir müssen uns nicht in eine Schüssel füllen. Ja, dann ist mir das auch egal. Okay, aber du kannst da. Du kannst hier mal die Sachen reintun, die du quasi da schneidest. Ja, aber dann machen wir eine Schüssel. For free, dreckig. Ja, aber das kannst du dann auch. Ich habe keine Spülmaschine, Jenny. Ich auch nicht. Ja, siehste, dann fühlst du mit mir. Ohne Spülmaschine ist das Leben nicht dasselbe. Ich hatte aber noch nie eine. Nur bei meinen Eltern. Ich bin abwaschen gewohnt. Ich wasche jeden Tag. Wo hast du denn den Sparschäler? In der Besteckschublade. Heiß, heiß, ja, heiß. Was denn? Ich hab dir doch nur einen Tipp gegeben. Heiß, heiß, heiß. Ja. Da war's halt. Müll ist hier, ne? Kartüppeln. Oh. Gut, also wie ist denn jetzt der Vorgang? Wir machen jetzt in diese Schüssel. Also wir schneiden jetzt die Zwiebeln und die Kartoffeln und oder die Kartoffeln und die Möhre in kleine Stücke, was in Würfel. Knoblauch? Den Knoblauch machen wir auch. Auch damit rein? Ja, und dann schwitzen wir das Ganze mit Butter an. Wie schwitzen? Also wir machen Sport und dann sammeln wir Schweiß. Ja, genau. Oder was? Nein, also wir machen dann gleich Butter in den Topf. Und dann, wenn die Butter heiß ist, tun wir unser Gemüse dazu. Mhm. Und braten das quasi an. Darf ich das machen? Ja, das darfst du machen. Und wenn das genug angebraten ist, dann kommt da Curry dazu. 2 Esslöffel. Curry? Ja. Ich habe Kurkuma, hast du das gesehen? Ja,
Habe ich gesehen. Ist trotzdem nicht dasselbe wie Curry. Aber ist in Curry nicht Kurkuma auch drin? Ja, also das kommt drauf an. Es gibt verschiedene Sorten Curry. Also in dem normalen glaube ich schon. Wobei, ja doch, nee, ja doch, Kurkuma. So, und Koriander, Senfmehl, Kumin, Chili, Selleriesaat, Bockshornsaat, Fenchelsaat, Lorbeerblatt, Traubenzucker und Speisesalz ist in diesem. Weißt du, was richtig nice ist? Na? Gewürze vom Markt. Ja, ich habe Chilis und so aus Thailand mitgebracht. Oh, geil. Aber die und auch Kurkuma. Nein, getrocknete Chili. Ach, getrocknete. Okay. Kurkuma, Koriander und Kreuzkümmel. Mein Lieblingsgewürz ist nämlich Kreuzkümmel. Das habe ich noch nie, glaube ich, benutzt. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Chili. Ja, du hast schon mal Chili gegessen, da ist meistens Kreuzkümmel drin. Ich habe schon Chili gegessen. Und du hast bei mir Guacamole gegessen, da war auch Kreuzkümmel drin. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. An die Guacamole kannst du dich nicht erinnern? Ja, doch, aber dass da, wie das, ob das irgendwie, weiß ich, ob ich da Kreuzkümmel. Das hast du eh nicht rausgeschmeckt. Ja. Deswegen ja. Wieso hast du das nicht weggemacht? Weil ich kein Messer hatte. Aha, weil du kein Messer hattest. Mhm. Und die schneidest du jetzt also auch nochmal in Würfel. Erstmal erst den Knoblauch. Mach den Knoblauch. Gut, dann schwitzen wir das alles an. Ja, dann kommt der. Dann wird das püriert. Nee, dann kommt erst noch das Curry dazu. Und dann wird es püriert. Dann kommt dann noch Milch und Wasser zu und dann wird das Ganze erstmal 20 Minuten köcheln. So. 20 Minuten? Ja. Und was machen wir dann? In der Zeit räumen wir auf, schneiden den Lauch. So, der Lauch schlagen gar nicht mit Sahne. Rein. Der Lauch ist noch nicht mit rein. Nein, der Lauch kommt da so drauf. Wie lange sollen denn noch die Dornröschen gucken? Die müssen 40 Chat? Minuten, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon ja, die haben. Die schreiben das gleich, keine Angst. Ich hoffe, der Chat hat aufgepasst. Die haben sehr, sehr gut bisher mitgemacht, was das angeht. Und der Chat sagt, Kreuzkümmel ist der Hammer, hat nichts mit Kümmel zu tun, das stimmt. Also schmeckt nicht wie Kümmel. Ich weiß nicht, weißt du, wie Kümmel schmeckt, Niklas? Was ist denn Kümmel? Ist das ein Strauch oder ein... Also wie sieht das aus in der Urform? Also, das... Das hast du bestimmt... Hast du schon mal Sauerkraut gegessen, Niklas? Ja. Da ist auch meistens Kümmel drin. Ja, aber wie sieht aber aus? Wir wollen Kreuzkümmel. Genau. Hier, das ist Kreuzkümmel. Der Chat sagt circa 30 Minuten. Uiuiuiui. Ui, also... Das ist aber nicht genau. Sieht ähnlich aus wie Kümmel. 15 von 40 Minuten, sagt Schmeckt einer. Aber ganz anders. Das sieht aus wie Sojasprossen oder so. Was? Zeig mal. Jetzt zeige ich dir nochmal Sojasprossen, damit wir wissen... Jetzt lass mich erstmal die nochmal sehen. Ich habe gar nicht richtig hingeguckt. Ich habe nur was gesagt. Da. So. Ah, so das sieht das ah, aus. So wie... wie so Kümmel. Wie ein Getreide sieht das aus. Ja. So. Und... Ich weiß, wie Sojasprossen aussehen. Gut. Dann muss ich dir die nicht mehr zeigen. Also in Lordi truste ich. Lordi sagt 25 Minuten. So, das haben wir alles geschnitten. Kann ich mit Olivenöl? Rapsöl? Nein. Rapsöl? Wir nehmen Butter. Warum? Weil wir das Ganze anschwitzen. Hast du schon mal eine Mehlschwitze gemacht? Nein, ich will das machen. Von Anfang okay. an. Nimm... Aber ein anderes Messer, oder? Nee, nimm das. Nee. So? Ein bisschen mehr. Na, so? Kannst so, wie du eben hattest. Mach das mal. Dann mach ich schräg. Habe ich genauso so. Viel. Trotzdem... Ohne abzusetzen. So. Hast du den Move gesehen? Super. Kann nur ich. Das machen wir den Herd hier heiß. Mhm. Wir haben gerade eine heiße Diskussion und zwar, was sagt ihr zu Kapern? Achtung. Ah, das ist schwierig. Ich mag Kapern nicht so gerne. Ich mag Carpador. Kennst du den? Stell ich mal hier hin. Was magst du? Carpador. Was ist Carpador? Kennst du Pokémon? Das ist ein Pokémon. Das ist der Fisch, der nichts kann. Der kann nur Platscher. Toll. Der kann nicht kämpfen. Und das Ziel ist das, ihn auf Garados hochzuziehen. Sag mal. Und Garados ist voll stark. Ich habe letztens. Es ist, glaube ich, ein bisschen peinlich, weil ich die Einzige bin, wahrscheinlich, die kein Pokémon geguckt hat. Ach, Matteo hat nichts geguckt. Okay. Also, der hat auch kein Und Pokémon. Darf ich jetzt einen Spoiler machen zu Pokémon? Weil Pokémon hat ja jeder geguckt, der es gucken will, oder? Die Serie, die erste, ja. die mit Ash Ketchum und so. Ja. Na gut. Ich habe letztens beim Movie Pilot oder so gesehen, dass das ja endet damit, dass der stirbt. Was? Das wusste ist das ich nicht, so? Jenny. Stirbt er nicht? Oh Gott. Der ist in so einer Arena. Raus, haben wir nie gesagt. Der tot. Was ist das denn für ein Kreis? Stimmt das? Chat goes riot in 3. So ein krasser Spoiler, das geht 1. nicht, Jenny. Das ist echt der krasse Spoiler, so, den ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwie in der ersten Folge irgendwie irgendwas, aber was? Wow. Stirbt er jetzt wirklich?
Stirbt der Niklas? Ich weiß es nicht, ich habe das nicht gesehen. So. Und ich dachte, du kannst mir das jetzt erzählen. Aber der stirbt doch nicht. Das ist ein Kinderserie. Da konnte man eine Serie. Das war, glaube ich, die letzte. Ich weiß nicht, was das für eine Folge war. Da stand, das ist die traurigste Szene von Pokémon. Der stirbt nicht, Ash Ketchum. Nein. Nein, aber das war so. Das ist die traurigste Szene von Pokémon. So, und dann war da eine Arena zu sehen. Rein, und dann rein. Ist er umgefallen und lag rein. Tot am Boden. Und Pikachu ist gekommen und stand die ganze. Erst wenn. Rein? Ja, Scheiß. Jetzt darf das rein. Ja, aber der war doch wahrscheinlich nicht tot, sondern nur verletzt. Ja, der ist nicht wieder aufgestanden in der Szene. Er wird doch versteinert, oder nicht? Ja, genau. Oh, krass. Und steht er dann wieder auf? Er wird dann von Mew aber wiederbelebt. Er wird von Mew wiederbelebt. Okay, safe. Er lebt. Safe. Er lebt. Okay, okay. Safe. Oh Gott, ey. Ich habe echt jetzt Angst gehabt. So, jetzt schwitzen wir erst ein bisschen an. Ich hätte dich besser kontrollieren sollen. Wir hätten die Kartoffeln noch einen Tick kleiner machen können. Dann brauchen wir nicht so lange. Weißt du, ich kann da auch nichts für. Du bist hier meine Lehrerin. Und wenn du dich so leicht vom Pokémon ablenken lässt, ne, dann weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Naja. Du hast gesagt, wir pürieren also, das auch. Ja, es ist egal. Wir schwitzen das Ganze also jetzt an. Ja. Das hört man vielleicht auch. Hört man das? Ja, hört man bestimmt. So, So macht das. Wie doll ist eigentlich, wie gut ist dein Herd? Ist der ziemlich ist richtig scheiße. Du hast also, die falsche Platte angemacht da hinten. Achso, nee. Ich habe die richtige angemacht. Die richtige, aber die hintere ist noch an. Die hier, aus irgendeinem Grund. Oh. Kannst schon ordentlich feuern. Das ist so ein Doppelding. Ist jetzt ja, die ganze heißt, an oder nicht? Jetzt ist die ganze an. Okay. Wir wollen ja ordentlich schon anschwitzen, ne? Ja, wollen wir. So, ja, es brennt schon nicht an, keine Angst. Pass auf. Du kannst jetzt aber ein bisschen anschwitzen. Und dann, wo tun wir das denn rein? Wir tun dann gar nichts irgendwo rein. Wir tun dann 2 Esslöffel von dem, oder so Pi mal Daumen. Und dann pürieren wir. Curry dazu. Und nein, dann pürieren wir auch noch nicht. Dann schwitzen wir das noch mehr an. Mhm. Und dann kommt da Kokosmilch und ein bisschen Wasser zu. Und dann pürieren wir. Und dann kocht das erstmal. Und wenn das dann gekocht ist und die Kartoffeln durch sind, dann pürieren wir. Boah, weißt du, wie lange das Pürieren dauern wird? Wieso? Ja, Jahre. Wieso denn? Das ist nur so ein Stab. Das dauert halt ja, das geht voll schnell. Das ist perfekt. Echt? Ja. Stab-OP. Hast du irgendwas schon mal püriert mit dem Stab? Was denn? Die veganen Burger-Patties. Und was war da drin? Süßkartoffeln, Kürbis. Und das war alles durch? Ja, und fertig. Aber gebacken haben wir das. Und das war alles durchgegart. Naja, also eigentlich geht das relativ schnell, auch mit so einem Stabpürierer. Ich weiß halt nicht, wie gut deiner ist. Was auch mit deiner Hand. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass du dich verbrennst. Ja, Mama. Pass auf, meine Kinder. Ich bin nämlich Jennys Papa. Bist du nicht? Doch. Bist du nicht? Jetzt sei nicht so aufmüpfig, Tochter. Du hast meinen Papa kennengelernt. Ja, das bin ich. Oh, es riecht schön. Ja, ne? Ist wahrscheinlich die Butter, die so rotzelt. Ja, das könnte sein. Nein! Oh, fuck. GG. Ja, was machen wir jetzt? Ich habe einen Dosenöffner. Ha! Hab ich nämlich. Mach die Schublade auf. Da ist er. Vorbereitet. NB steht für Niklas Behrens. Und das bin ich. Wie lange soll das so? Du sagst Stopp. Kommst klar im Live? Nee, komm ich nicht. Ich kann mit Dosenöffnern nicht umgehen. Och, da muss Papa wieder ran, ne? Oder ich kann mit dir... Oh, lass mal ein bisschen das Fenster aufmachen. Ist nämlich A, ziemlich heiß hier schon drin. Ja, das stimmt. Und B, kuckeln wir hier ein bisschen rum. Jenny, du musst mir auch sagen, wie lange, ne? Weil guck mal, da unten da so ein bisschen... Ja, das ist gut. Ja? Ja, wir tun dann noch ein bisschen Butter. Wo hast du die Butter hingetan? Da. Ja, aber schnell. Also das brennt schon so ein bisschen an unten. So. Ein bisschen Butter dazu. Mach das mal, dass es so auf dem... Ja, nein, nein, warte mal. So. Das ist da so. Ich habe eine Frage an dich, Jenny, also aus dem Chat. Und zwar fragt der Raffi, bei wem glaubst du, wer könnte besser kochen? Niklas oder Matteo? Ich habe Matteo noch nie in der Küche gesehen. Aber der hat immer so Sachen gepostet, doch eine Zeit lang. Ich glaube, ich weiß es nicht. Der hat einfach Pizzableche gepostet.
wo nichts drauf war. Ich mach weiter. Du hast es ja falsch gemacht. Was machst du denn falsch? Die Butter wieder weggemacht. Die war unten. Mach mal jetzt so, genau, lass das mal frei. Ich mach da Butter hin. Mhm. Butter. Ich mach. Ich kann das. Und dann machst du, dass die Butter schmilzt. Ja. Und wenn da so, wenn das geschmolzen ist, machen wir da Curry drauf. Gut, dann machen wir Curry. Und dann machst du mit dem Ding, weil wir haben ja nichts anderes, machen wir damit dann so, ja? Okay, do it. Ich wäre ja mal für einen Koch-Off zwischen Niklas und Matteo, wo die beide das gleiche Rezept machen müssen. Und dann wird dann gekostet von Jenny und mir und wir bewerten es dann. Das finde ich gut. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie uns vergiften. Ihr müsst es beide in einer Küche machen und euch darum kloppen. Schnell, ja, Curry rauf. Ja, immer. Das andere brennt übrigens an jetzt. So. So soll ich machen? Ja. So ist es ein bisschen vermischt. So, und jetzt alles. Und jetzt alles. Oh, krass, alles angebrannt. Vielleicht sollten wir die Herdplatte ein bisschen runter. Das sind Röstaromen, das ist gut. Ist außerdem nicht angebrannt. Okay. Angebrannt ist schwarz. Okay. Von der Seite kommt nicht so viel raus, ne? So. Kannst du jetzt mal eben die hier aufmachen? Ich krieg das nicht hin. Dann rühr weiter. Ich kann das gar nicht, Jenny. Ich hab nur geblufft. Ich hab den noch nie benutzt. Ich weiß nur, was ich habe. Meine Mama hat mir den nicht geschenkt. Oh, geht das? Ja, es geht. First try. Bei mir ging das eben nicht. Brr, 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 brr. Geht, aber ist ja auch mehr Kraft. Geht das? Nee, ist nicht. Ich weiß auch nicht. Mal, ich tu mal runter. Gib mir mal eine Gabel. Ich mach. Ich kann das. Oh, es geht. Ja, das wollte ich auch mal. Und dann kannst du mir noch ein bisschen Wasser geben, heißt es. Eine Tasse oder so. So, man kann 250 Milliliter genommen, man kann es auch Pi mal Daumen machen, so ein bisschen. Pi mal Daumen ist eh immer besser beim Kochen. Ja. Heiß, also richtig heiß? Ja, nee, einfach nur, das muss sowieso erstmal aufkochen gleich. Also ist ja auch egal. Ich kann auch kaltes nehmen, oder nicht? Da. Nein, heiß. Heiß ist schon besser. Ist ja auch egal und jetzt doch heiß. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr das anschwitzt, noch Chili und so dazu machen, dann wird das Ganze ein bisschen schärfer. Oh, ich stehe auf Chili. Oder mehr Möhren oder so reinmachen, das ist, da könnt ihr ganz viel variieren. Da hast du Wasser. So, ein bisschen Wasser noch dazu. Pass auf, ist heiß. Mhm. Und jetzt muss das Ganze ein bisschen kochen. Oh, das sieht ja schon richtig aus wie Curry. Das sieht wirklich gut aus. So, ich mache noch ein bisschen Kokosmilch dazu. Warte mal, ich poste mal einen Zwischenschritt. Dann kann ich so eine coole Instagram-Montage wieder machen, weißt du? Wie in meiner Zeit, wo ich so viel... Wo ist mein Handy? Telefon, bist du? So. So sieht das Ganze nämlich aus im Moment. Schön. Hast du jetzt einen Mixer? Nein, Jenny. Ich habe... Du hast da oben doch so einen Mixer. Ach so, sowas. So ein Rührgerät. Ja. Ja. Weil dann schlagen wir ein bisschen Sahne auf, die machen wir nachher dann so auf mit der Hand? Ja, aber dazu bräuchte man einen Schneebesen, den hast du auch nicht. Ja, dann nehmen wir einen Mixer. Mit der Schüssel? Können wir den mal wiederverwenden? Ja. Machen wir hier die Essensreste raus. Die Sahne, die wir aufschlagen, können wir auch nachher für die Kuchen benutzen. Ich bereite mal den Mixer vor. Da können wir mal gucken, wie das aussieht. Oh, wer schmeißt denn hier mal die Sachen? Ich habe hier gerade einen MLG-Tipp bekommen, und zwar den Currystreuer nicht direkt über den Dampf halten, sonst verklumpt ja, die sonst Öffnung. Klumpt er es, aber... Jetzt du bist hier ein MLG-Streuer, so. Das ist sowieso jetzt nicht mehr so richtig voll. Na gut. Mann, ey, kann hier mal jemand aufräumen? Aber trotzdem... Generell Gewürze nicht so drüber halten. Alles in der Hand. Und Gewürze auch eher zum Schluss. Also so Basilikum und so nicht ganz zu Anfang, weil die sonst verbrennen. Und die machen sich lustig drüben bei uns. Ja, Jens ist richtig gut da drin, sich lustig zu machen. Es riecht übrigens richtig gut hier drüben. Oh. Na, das wenigstens war's. Yoshi sagt das erste Mal, dass es richtig gut hier riecht. Das stimmt, ne? Die veganen Burger, die waren richtig geil. Habt ihr auch alle zugegeben. Die haben aber nicht so krass gerochen, soll ich sagen. Stimmt, ja.
So, da ist nicht mehr so viel drin. Ich mach die ganze Kokosmilch da rein. Boah, ich hab den Scheiß drauf. Ich hab richtig erhöhten Speichelfluss gerade. Hast du die komplette reingemacht? Ja, ich hab die komplette reingemacht. Es waren jetzt 400 statt 250. Okay. Ich hab nur solche. Ich hab zwei verschiedene. Weil die gehören, glaube ich, auch gar nicht dazu. Geht das trotzdem? Was? Ich hab nur zwei verschiedene. Nein, der andere ist hier, Mann. Ach, den hattest du schon? Hab ich zwei davon? Krass. Ja, natürlich hast du zwei davon. Da gehören ja auch zwei zu. Mir hat das mal jemand, eine meiner Tanten hat mir das geschenkt, weil ich habe gesagt, ich will Pizza machen. Und dann fand ich das voll cool und habe ich es nie benutzt, habe ich die Pizzateig einfach mit der Hand geschlagen. Sorry, meine Tanten. Zwei Tanten. Die verheirateten Tanten? Nee. Okay. Also, ja auch. So. Strom. Oh, ist nicht so lang, ne? Ich muss hier im Off, glaube ich, mixen. Okay, was soll ich tun? Die Schlagsahne kommt da rein. Und dann musst du die schlagen. Aber pass auf, es kann irgendwann Butter draus werden. Jetzt schlag die Sahne. Und übertreib's nicht, weil sonst spritzt es gleich. Okay. Und das könnte scheiße aussehen, das ist nämlich weiß. Vertrau mir. Das klappt jetzt ins Quatsch. Oh Gott, sieht schon mal ganz gut aus, wie du das machst. Oh, spritzt! Oh Gott, die ganze Küche! Ich mach noch ein bisschen Wasser Alter, dazu. Niklas, ja? Geh mal bitte mehr ins Detail, bitte. Was heißt das? Du sollst mehr ins Detail gehen, ob das spritzt. Hä? Der Chat wird das gerne mehr hören. Das ist spritzt. Hören oder sehen? Beides. Ich weiß nicht, was du willst, Jens. Ganz ehrlich, ey. Drück dich mal in Worten aus, weißt du? Die hört dich gerade eh nicht, glaube ich. Du musst es noch einen Tick höher halten. Noch höher? Ja, noch höher. Das spritzt mich voll. Halt's nicht höher, sorry. Okay, ich hab das noch nie gemacht, du musst Stopp sagen. Ja, der ist braun auch. Okay. So. Oh Mann. Es muss doch irgendwie besser gehen. Die Schüssel ist zu klein. Ah. Ich mach das hier unten. Ich hänge fest. Häng fest. Gut dran. Am Mikro? Mit dem Mikro am Herd. Deswegen was man übrigens machen kann, mit Lauchzwiebeln, jetzt habe ich es schon abgeschnitten, aber ja. Lauchzwiebeln kann man gut quasi ein bisschen mehr vielleicht noch stehen lassen und die dann in ein Glas tun mit Wasser und dann wachsen die wieder raus. Nein. Doch. Im dann Ernst? Nimmst du am besten noch von beiden Seiten Zahnstocher, damit es halt so ein bisschen nach unten wachsen kann. Damit was? Zahnstocher durch den Lauch durch. Zahnstocher. Was? Was sagst du? Was hast du gesagt? Zahnstocher? Was macht man mit dem Zahnstocher? Durch das Lauch und dann nach unten, den wächst es dann raus. Ach so, ja, aber nach oben soll das ja raus. Ja, kann ja auch. Unten müssen ja die Wurzeln kommen. Naja, aber das kann man machen. So kann man kann auch ein Avocado-Bäumchen machen mit dem Avocado-Kern. Wusstest du das? Was? Ein Avocado-Bäumchen. Wer? Avocado. Wie lange noch? Länger. 10 Minuten. Was? 10 Minuten? Stimmt das? Nein, er meint den Kuchen. Okay, wollen wir mal ein Tempo erhöhen und gucken, was passiert? Okay, let's risk it. Oh! Noch ein schneller. Oh! Okay, noch ein schneller. Und das nächste. Highlight Flip in. Dreht da völlig durch. Jenny, guck's dir an. Ja, Niklas. Fertig. Ist fertig? Guck. Nein.
Weißt du, wie Schlagsahne aussieht? Ach, das soll Sahne werden. Ja. Sag das doch vorher. Oh, aber guck mal, so langsam. Ja, das sieht gut oder, aus. Ja, oder? Mach mal weg. Oh, es ist laut. Weiter. Huh, ich brauche Hörschutz. Weißt du, warum das so laut ist? Weil du es in der Spüle machst. Ja, aber da spritzt es nicht. Oh. Alter. Ist genauso laut. Ohne Mist. Herr Klümpchenbildung, Jenny. Auf. Klümpchenbildung. Du hast zu lange geschlagen. Och nee, ganz ehrlich, weißt du, das war jetzt 10 Sekunden länger, als du gesagt hast. Ja, ich habe gesagt, du musst aufpassen, Butter. Irgendwann wird's Butter. Das habe ich nicht verstanden. Die Sahne ist nicht so wichtig, Niklas. Die ist okay, ist ohne Sahne auch gut. Ich habe das noch nie gemacht. Dreckscheiße, ey. Du musstest ja auch unbedingt auf höchster Stufe. Du hast gesagt, ich soll das weitermachen. Ja, und ich habe nicht gesagt, dass du es auf höchster Stufe weitermachen sollst. Und ich habe ganz zu Anfang gesagt, das hat aber so viel Spaß gemacht. Dann schlag noch weiter, dann hast du Butter. Nein, wir nutzen das jetzt. Das nee, ist noch Sahne. Nein, das ist keine Sahne. Ich darf das jetzt nicht benutzen. Das flockt dann, Mann. Das ist noch keine Butter und das ist noch keine Sahne mehr. Könnt ihr bitte, kann einer aus dem Chat bitte daraus einen Clip machen? Das wäre super nice. Der Moment, wo aus Sahne Butter wurde. Das ist echt so geil. Jetzt haben wir die komplette Kokosmilch verschwendet. Nein, das war eine Sahne-Dingsens. Oh, du bist so. Die Kokosmilch ist im Topf. Da ist die Kokosmilch drin. Oh. Sauber. Dreckscheiße hier. Ich hab ganz zu Anfang gesagt, er soll aufpassen, dass es nicht Butter wird. Das hättest du mir nochmal sagen müssen. Ich habe das nicht verstanden, wie das... Ja, war mein Fehler. Ich weiß. Mein Fehler, ich sehe es ein. Tut mir leid. Es ist nicht so schlimm. Man macht... Also man kann die Butter... Soll ich das noch... Darf ich denn das jetzt... Wenn wir es nicht mehr nutzen, darf ich das jetzt zu Butter machen? Du darfst es jetzt zu Butter machen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie aus Sahne Butter gemacht, aber so geht das auf jeden Fall. Wie lange müssen die Törtchen noch? Ich glaube bis 35, also noch 5 Minuten. 5 Minuten. Ich glaube ja. 5 Minuten? Ich glaube schon. Die brauchen noch länger als 5 Minuten. Konsistenz verändert sich gar nicht mehr, oder? Guck mal, ist das schon Butter? Jetzt, oh, krass. Das ist schon ein bisschen Butter jetzt. Ja. Geil. Niklas freut sich, dass er aus einem Milchprodukt Butter gemacht hat. Ist das nicht toll? Das ist ja mega. Aber warum ist da jetzt noch so viel Wasser drin? Okay, ich glaube, das ist echt Butter. Ja, das ist... Das setzt sich ab. So, okay. Okay, jetzt mache ich das. Du müsstest das jetzt rein theoretisch noch auspressen durch so ein Tuch oder so. Durch so ein Zever oder so. Aber du kannst natürlich auch Klopapier nehmen. Ich habe nur Klopapier, Teddy. Dann nimm wenigstens ein Handtuch, Mann. Ein Handtuch? Soll ich dann ein Handtuch für dich machen? Ja, so ein Baumwollding oder so. Aber nicht das. Nimm ein neues. Ein gewaschenes. Okay. 22.35 Uhr muss der Kuchen raus. Nee, ich glaube nicht, weil ich habe gerade noch mal geguckt, das sieht nicht danach aus. Was habe ich hier noch? Handtücher? Ja. So. Was soll ich jetzt damit machen? Der Chat sagt übrigens, so konzentriert hast du nicht mal StarCraft gespielt. Wie
gerade die Butter, die Sahne. Also, ich mache das jetzt hier rauf. Das war ja nicht konzentriert, ist ja Butter draus geworden aus der Sahne. Jetzt? Ja, das ist eine gute Idee. Ha! Wow. Aber vielleicht würde ich es andersrum machen. Also, ja, aber jetzt ist das ja da. Das da rauflegen und da rein oder da rauskippen. Das ist vielleicht, aber dann, das ist nicht groß genug. Wir brauchen, also wenn wir das so machen. Nein, du also machst da das rauf. So, schüttest das Zeug raus und dann bleibt die Butter da drin. Ja, soll ich das einfach jetzt, hä? Ja, mach so, wie du es beim ersten Mal gedacht hast. Andersrum kann ich es jetzt nicht erklären. Da, jetzt würde ich noch eine größere Schüssel nehmen und das dann da reinkippen. Nein, das Zeug, was da jetzt rauskommt, das brauchst du doch nicht, oder? Du willst doch nur die also Butter haben. Also pack es einfach in die Spüle. Aber die Spüle brauchen wir noch, siehst du? Die Spüle brauchen wir noch, die können wir nicht mehr benutzen, wenn da was reingekommen ist. Nee, dann ist da die ganze Zeit das da drin. Du und wir brauchen die Spüle jetzt die ganze das Zeit. Das ist da doch nicht drin, da kommt das milchige Wasserzeug ja, raus. Ja, aber die Schüssel ist die ganze Zeit in der Spüle und ich muss die Spüle weiter benutzen. Kann ich jetzt nicht einfach das in eine... Das kannst du dann noch wegkippen, das läuft doch ab. Oh, versteht mich hier irgendeiner? Ich verstehe nicht. So, Schüssel. Rauf, rein da. So, lauf. Mach Butter jetzt. Ich mach zum ersten Mal mit dem Butter. So. Ist doch schlau, oder nicht? So. Meine Kartoffeln brauchen noch. Am Ende haben wir Butter. Wir wollten keine Butter, aber wir haben sie. Wir blenden noch einmal kurz das Rezept rein, beziehungsweise die Zutaten für den Chat. Zwar ist ich nehme mal die Alufolie wieder raus. Hier. Ja. Guck mal, die sind nicht braun geworden, jedenfalls nicht doll. Guck mal, wie es aussieht. Vielleicht doch Umluft. Guck mal, wie es aussieht. Die zwei sind doch richtig schön geworden, oder? Ja. Also die können noch ein bisschen, aber... Also relativ, die werden jetzt braun auf jeden Fall. Okay, das köchelt jetzt wirklich die ganze Zeit einfach. Ja, das köchelt. Brauchst du gar nicht so köchelt auch so. Wenn die gut sind, die Kartoffeln, dann pürieren wir. Okay, ich will pürieren. Darfst du, aber noch nicht jetzt. Und ich bin dir auch noch nicht sicher, ob du darfst, weil du hast aus der Sahne auch Butter gemacht. Ich habe aber schon püriert. Und daraus kann ich keine Butter machen. Das sagst du jetzt, aber vielleicht geht das doch irgendwie. Kartoffelsuppenbutter. So, den brauchen wir nicht mehr. Dann könntest du dazu das Rezept nochmal online stellen auf Instagram? Zu der Butter? Ja, natürlich. Das kommt zu der Butter? Habe ich sowieso vor. Achso, zu der Butter, ja. Das Butterrezept kann ich euch auch geben, liebe Freunde. Aber das ist ein Geheimrezept, also da muss Nick das nochmal kräftig überlegen. Das ist Bonschmack Geheimbutter. Die stellen wir in unseren Shop. Die Bonschmack Geheimbutter, ab jetzt im Shop. 100 Gramm, 5,90 Euro. Ob die wohl immer so zubereitet wird dann? Bitte? Nix. Was? Hä, warum wiederholst du das jetzt nicht? Das hasse ich. Ich hab dich genau verstanden. Warum? Was ist jetzt? Das ist ein Spiel für dich, ne? Du weißt, dass ich das nicht mag. Das ist eine richtig hinterhältige... Hinterhältig? Ja. Oh. Nee, bist du nicht. Ich mach das Fenster auf. Ist das schon auf? Das ja. Ist schon auf. Scheiße. Ist, ist es auf oder ist es offen? Hier wird gerade ein guter Kommentar. Es war eine Frage. Was? Kann man sagen, es ist auf? Was hast du mit Kommentar, Jens? Ich wollte Niklas nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ja, Jens, rede. Ich unterbrich dich noch gerne. Und zwar, Jesus macht aus Wasser Wein, Niklas macht aus allem Butter. Das ist leer, ne? Ja. Oh, Äpfel sind echt geil. Ich liebe Äpfel. Gut, also Niklas ist gleich schon satt von den Äpfeln. Na, ich bin lange nicht satt, Jenny. Du kennst mich doch. Ja, ich weiß. 3 Döner konntest du essen. Oh ja, 3 Döner. Das riecht so gut, ne? Oh, das ist echt gut. Oh. Irgendwann ja gibt es bestimmt Geruchs-Social-Media. Ja. Du kannst du in dein Handy furzen, auf der anderen Seite kommst du raus. Eine WhatsApp-Nachricht. Oh Mann. Das wäre super. Ich bleibe immer überall hängen mit meinem Band. Dann mach das doch mal, hast du nicht irgendwie... Guck mal, das musst du nee, so... Nee, also den Hintern fährst du mir nicht. Nee, mach ich auch nicht. Aber du musst das so durch... Achso, ich hab's selber noch verkackt. Ja, du hast es selber noch, genau. Aber hinten durchs Shirt eigentlich beim nächsten Mal. Und dann kannst du es so in die Tasche noch tun. Wie lange muss das jetzt noch? 20 Minuten, ne?
Nee, jetzt nicht mehr 20 Minuten. Oh, haben wir die überhaupt gestoppt, die 20 Minuten? Nee, ich gucke einfach, ob die Kartoffeln durch sind. Wo ist der Chat? Ja. Macht eigentlich irgendjemand mit? Das würde mich interessieren. Ich schaue schon gerade auf Social Media nach. Ein Tick brauchen die Kartoffeln, ne? Guck mal, die Zuschauer steigen sogar. Aber machen die Zuschauerzahlen steigen, aber ich glaube, es ist jetzt noch keiner ein Bild von seinem Essen gepostet. Geht ja auch nicht, wir sind ja auch noch nicht fertig. Mm. Das stimmt, das Apfel. Ist sehr smart. Mehr brauche ich gar nicht, Jenny. Apfel macht mich schon glücklich. Gut, Niklas kriegt nur noch Äpfel. Kann weg? Ja, das kannst du auch wiederverwenden, damit das nachhaltiger wird. Weißt du was, diese Alufolie, die kommt noch aus Lübeck, wo ist die? Die habe ich nie benutzt, noch nie. Die hat mir meine Mama irgendwann geschenkt. Das ist Original-Alufolie aus Lübeck, also die ist schon, die habe ich vor 6 oder 7 Jahren gekauft. Oder hat meine Deine Mama gekauft. Ja. Die gekauft. So. Die hat ein verfalschtes Atom, Niklas. Das hängen wir jetzt an die Wand. Dann ist sie nicht mehr gut, dann brennt die ab. Das ist jetzt, wir haben das noch zusätzlich jetzt, der zweite Verwendungszweck, dieses Stück ist Alufolie, ist jetzt ein Wandbild. Okay. Guck mal, wie gut das aussieht in der Kamera. Top. Was mit dem Kuchen? Der Chat sagt, der Kuchen müsste fertig sein. Ja, der Kuchen ist fertig. Guck mal, der Chat. Yay. Scheiße. Schwarz. Gib mal. Ja, ich hab auf den Chat gehört. Da aufmachen. Good job, Chat. Unten. Schlechter Job. Obere, ja. Die waren zu lange drin. Wo tun wir sie hin? Hier. Und die waren so schön eben noch. Ah, oh, es geht noch klar. Oh, Jenny, Alter. Oh, fuck. Oh, doch nicht auf den Lappen. Der brennt doch alles. Der brennt nicht, der ist nass. Okay, sind ein bisschen schwarz, aber ist okay. Der Chat hat ja gesagt um 35 und das habe ich euch auch gesagt. Ja, da mussten sie noch ein bisschen. Der Chat hatte recht. Als er es gesagt hat, so, der Chat hat immer recht. Da habe ich nicht gehört. Wir haben alle gesagt, 22.35 Uhr raus muss. Das habe ich nie mitgekriegt. Ich habe davor einmal mitgekriegt, dass es noch 5 Minuten sind. Und da habe ich reingeguckt. Aber jetzt sind es schwarze Rosen. Ist das nicht okay? Ach, die sind gar nicht richtig schwarz. Guck mal, das ist noch ein dunkles Braun obendrauf. Das ist noch gesund. Es sind schwarze Röschen. Na, ist nicht schwarz. Hast du ein Sieb? Ja, klar. Ja? Ja, natürlich. Du hast ein Sieb? Ach so, ein feines. Nee, halt. Ich hab halt für Nudeln. Das ist herrlich. Ich will auch noch irgendwas machen gleich, ne? Ich püriere. Ich bereite mich schon mal mental darauf vor. Was machst du jetzt? Den Puderzucker fein, damit ich den darüber streuen kann. Ah, dann kaschierst du das Schwarz auch ein bisschen. Ein bisschen. Besser würde es gehen mit einem Sieb. Ja, sorry, ich habe solche Sachen halt nicht. Ich muss mitbringen. Guck mal, habe ich irgendwie sowas? Nee. Aber weißt du, was ich habe dafür? Eine Kaffeemühle. Zum selbst Kaffee drehen. Hast du sowas? Habt ihr sowas? Hä? Nee, ich trinke aber auch keinen Kaffee. Ich bin nämlich ein Gourmet-Kaffeetrinker. So, die eine Rose sieht ein bisschen schlimm aus. Ja, wir brauchen nur eine, die noch ein gutes Foto macht. Mehr brauchen wir gar nicht. Die da? Ja, habe ich auch oder schon. Oder die? Nee, die ist eigentlich schöner. Die finde ich, oder? Kann man die, sind die eigentlich fest jetzt, weil wir die nicht geölt haben? Kriegen wir gar nicht raus, ne? Nein. Beim nächsten Mal wird es besser. So. Ah, ist alles. Niklas. Ich finde Kochen ist viel lustiger, wenn man schief geht. Das Kochen mit Charakter. Verstehe euch gerade nicht so gut, weil der Yoshi gerade am Einpacken ist. Nur so zur Info. Also wenn ihr Fragen habt, ne? Was versuchst du da, Jenny? Du darfst pürieren. Nice. Ich esse noch einen Apfel kurz auf. Du hast deinen Tee gar nicht ausgetrunken. Ja, ich weiß, trinke ihn gleich noch. Warum steht die Auflaufform draußen? Weiß ich nicht, ich habe sie nicht rausgenommen.
Okay, sage ich jetzt einfach mal. Wahrscheinlich ich habe einen Videobeweis, dass du diese Auflaufform rausgenommen hast. Ja? Ja, pürieren. Niklas? Ja. Woraus möchtest du denn eigentlich die Suppe essen? Aus Tellern? Hast du Teller? Tiefe? Ja. Hast du Suppenschüsseln? Nee. Guck mal, die gingen ganz gut raus. Ja, man kann. Doch, ich hab. Oh. Also die kann man auf jeden Fall auch als. Also ist ein bisschen klein, aber. Okay. Kann man nehmen, theoretisch. Ich hab halt, oh, aber tiefe Teller. Das geht ja wohl klar, oder was? Guck mal hier. Ja, es passt schon. Was hast du gesagt, Jenny? Kriegst du die raus? Ja. So, also du bist dir sicher, dass ich das pürieren soll, ja? Ja. Ich mach den Herd erstmal aus. Das darf jetzt nicht spritzen, weil es ist heiß. Zebrawisch und weg könnte man gut drüberlegen, während man das püriert, aber so sagst du ja nicht. A ist das Product Placement, B habe ich nur Klopapier. Sorry, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Küchentücher. Küchenrolle. Okay, soll ich es riskieren und direkt loslegen? Chat, was sagt ihr? Curse-Umfrage, schnell. Okay, also direkt, wie meinst du, direkt einfach reindrücken? Sofort oder? Loslegen oder abkühlen lassen? Okay, warte, ich mache eine Chat-Umfrage. Ich mache das sogar auf dem Herd noch, während die kochen. Okay, Jenny hat entschieden, ich muss es sofort machen. Spar dir okay. Die Umfrage, denn okay. Ich bin ein Mann. Risiko, sagen die Leute. Ordentlich reinlunsen sollste. Mach mal Butter raus. Was, Butter rein? Soll Butter sollst rein? Da Butter raus machen. Also was raus. Du sollst da Butter raus. Ah, Butter raus, okay. Also die Zimtdinger schmecken auf jeden Fall. Jenny, ich hatte heute richtig schlechte Laune beim Counter-Strike spielen. Das habe ich gemerkt. Ich habe das komplette Team runtergezogen. Das wird mir jetzt mich erst nicht. Bewusst. Ich bin gut gelaunt die ganze Zeit. Wenn ich schlechte Laune habe, dann färbt das irgendwie auf alle ab und keiner kann was dagegen tun. Nö, auf mich färbt das nie ab. Ja, außer auf dich. Keine deswegen Sorge, ich hatte noch schlechtere Laune. Was? Ich hatte noch schlechtere Laune. Und Yoshi. Du hast mich aber wieder glücklich gemacht ein wenig. Yoshi, wir müssen echt dagegen was tun, ey. Das kann ich. Weißt du, wie es angefangen hat? Dass du heute zu spät warst. Alles deine Schuld. Yoshi, du bist immer zu spät, ne? Ich war so früh wie möglich da tatsächlich. Also jetzt mal wirklich einen Plan machen. Um 16 Uhr, da ja, wird nichts mehr neu gearbeitet. Wir machen nichts Neues mehr ab 16 Uhr. Ne? Das stimmt. Da muss man auch als Hintergrundinformation sagen, dass einiges schiefgelaufen ist, weil wir. Ab 16 Uhr quasi extrem viele neue Stream-Sachen. Ja, und wenn die Technik haben. Nicht läuft und alles schief geht, dann. Oh, das frisst mich so auf. Ich bin so ein Plan. Kannst so du das jetzt pürieren, bevor es kalt ist? Ich habe gerade eine Erkenntnis, ich muss dir allen mitteilen, weil eigentlich habe ich alle lieb und Yoshi auch. Komm bitte um 14 Uhr. Ja, aber die Technik ist halt Butter. Wenn du ist der Renderer eigentlich fertig, Yoshi? Also vorbereitet? Ist der Renderer fertig vorbereitet? Für Twitch auf jeden Fall. Die Twitch-Videos kommen und die YouTube-VODs, die müssen leider noch warten bis übermorgen. GG. Dim, dim, dim. Also du bist ja morgen wieder da, ne? Sag ich nicht, aber wahrscheinlich. 14 Uhr. Möglich. Ich probier's. Weil, guck mal, wir haben auch die ganzen Soundprobleme jetzt. Das müssen wir morgen mal fixen. Du hast recht, du hast recht. Trust me. Du hast auf jeden Fall recht. Tut mir leid, auch Leon, Matteo, Chantal, dass ich heute so ein mieses Arsch mache. Ich möchte nochmal erwähnen, ich war die ganze Zeit super gut gelaunt. Der Krüppel ist meiner. War echt sehr unterhaltsam und das jetzige Format ist noch unterhaltsamer. Oh, das macht auch so viel Spaß, Jenny. Ich bin so froh, dass wir zusammen kochen. Deswegen, auch wenn ich das nicht so häufig mache, jetzt mal für
Matteo und für Yoshi und für Jenny und für alle anderen, die heute beteiligt waren, ein dickes Herz im Chat, weil wir uns alle ganz doll lieb haben. Das machst du immer. Guck mal, sieht schon ein bisschen wie Suppe aus. Das machst du sehr gut. Du musst auch nicht ganz brühen. Ich mag das auch ganz gerne, wenn da noch so Stücken drin sind. Ja, da sind auf jeden Fall noch ein paar Stückchen auch drin. Noch so ein Salz? Achso, das war in so einem da. Also mit Salz und Pfeffer und Currywürzen. Pfeffer, da. Ist der offen? Der ist nicht offen. Achso, du hast ja noch so das viele Ding. Herzen im Chat. Die seht ihr gar nicht. Guckt euch den Chat an. Guckt euch den Chat an. Was? Die ganzen Herzen. Oh, guck mal, die schreiben alle Herzen. Das ist nett. Wunderbar, ne? Oh, wir haben uns alle so lieb. Wir brauchen auch solche Salzherzen im Safe Call, dass wir immer wieder aufgebaut werden von der Community. Darf ich mal? Oh Mann. Ich will das einmal selber fühlen, wie viel da noch so drin ist. Mach mal Salzherzen für Safe Call. Okay, du kannst noch ein bisschen. Toll. Was man dazu gut machen kann, so zum Servieren, kann man auch noch Garnelen und so anbraten oder Hähnchen oder so. Schmeckt dazu, also Garnelen schmecken richtig gut dazu, aber Niklas findet die blöd. Ich finde die super lecker. Aber du findest sie nicht nachhaltig. Nee, man soll eigentlich nichts mehr was aus, also Fisch und so ist halt wirklich, boah, da will ich gar nicht drüber reden. Jens möchte da gerne was zu sagen. Ja, Jens ist auch... Warte, stopp. Bacon. Halt, stopp. Es gibt auch Garnelen, Jetzt die werden nachhaltig Jens. Gezüchtet. Ja? Die werden extra sozusagen nur für den Konsum gezüchtet. Ja, es gibt auch eine coole neue Fischmarke, Follow Fish, muss richtig, man einfach mal genau. sagen. Und die da kann man halt Garnelen auch kaufen, die nachhaltig gezüchtet werden. Ja. Naja, hast aber das recht. Kann man auf jeden Fall gut dazu machen. Deswegen wir haben jetzt super. Dazu ein Baguette. Ein Baguette. Ein Baguette. Ein Baguette. Le Baguette. La Baguette. Le Baguette, de Baguette. Das kann man dazu auch essen. In 5 Minuten müssen wir nochmal eine kurze Pause machen. Was soll man jetzt schon mal machen? Was jetzt machen, während du da rumbrödelst? Ja, dann mach jetzt, go! Warte mal, war das hier gerade alles live? Ja. Wie? Ja, auf Twitch. Jeden Tag. Montags bis freitags. 18 bis 24 Uhr, twitch.tv/bonjour. Und ladet ihr das auch alles dann auf YouTube hoch? Ja, nicht alles, nur ausgewählten Content. Alles findest du entweder auf Twitch, da gibt es nämlich auch einen VOD-Bereich, oder bei uns auf dem Campus, auf der Website. Da steht übrigens alles da unten. Hast du das schon mal gelesen? Geil, das sehe ich ja jetzt erst. Da verpasse ich ja gar nichts mehr. Guck doch mal erst da unter. Oh. So, und dann kannst du fragen. Ja, sorry, ich kann nicht so gut lesen. Das gleich mit. Oh. Komm zurück bei Noobs in... Action. Nein, Kitchen. Aber knapp dran. Ja, was ist passiert? Wir haben Butter gemacht. So, das wird jetzt das Erste. Ja, das ist nämlich das Wichtigste. Wir jetzt wissen, was hier draus geworden ist. Ja. Oh. Ich verstehe immer noch nicht, warum du das... Oh. Jetzt kannst du das... Na, was machst du denn da? Ja, das hochziehen, damit es weiter ablaufen kann. Ich mach den Rest hier nochmal raus. Ja, mach das. Die Butter. Ich räume dann ein bisschen auf, was ich nicht eben schon mal gemacht habe. Ja, Jenny, du kannst nicht einfach in der Pause alles machen. Ich habe aufgeräumt. In der Pause ist Pause, Jenny. Ich glaube, das wissen die meisten, wie das geht. Nein. Ich wette, die wenigsten, die hier diesen Stream zuschauen, die wissen, wie man aufräumt. Okay. Ja? Sieht bestimmt wie bei Hempels und unserem Sofa bei euch aus gerade. Liebe Leute, ich muss euch einmal kurz unterbrechen. Und zwar, wir haben nochmal neue Subscriber und die würde ich gerne vorlesen, weil da echt noch ein paar dazugekommen sind. Nein. Aber doch, da ist auch noch eine freiwillige Selbstabgabe hinzugekommen von 50 Euro von Jolly Roger, boah, der sagt, lasst euch von kleinen Rückschlägen nicht unterkriegen, egal ob bei Dota, CSGO oder Sahne schlagen. Ihr macht das ganz toll, liebes Bonjour-Team, und kauft Matteo ein Motorboot.
Okay, das machen wir vielleicht irgendwann mal, wenn er Jenny, alt genug ist. Dafür. Ja. Ich zum einen Riesenlob. Weißt du, das sah hier noch nie so gut aus, als hier gekocht wurde bei Noobs in Kitchen. Dass du die ganze Zeit, das macht nämlich den richtig guten Koch aus. Zwischendurch wird immer alles zur Seite geräumt und kurz abgespült und so. So, und jetzt sagen wir nochmal alle zusammen, vielen lieben Dank, Jolly Roger, für die 50 Tacken. Ja, vielen Dank, vielen lieben Dank. Jetzt bräuchten wir Schüsselchen. Dann hat KMR5 subscribed, Nightcrush D3 hat subscribed, werden das Tricker 999 hat resubscribed für 7 Monate, Vector67 hat subscribed, HoJSimpson952 hat resubscribed für 2 Monate, Yeah Bonjwa und Tovili4 hat subscribed. Vielen lieben Dank, ihr seid echt ziemlich nice Menschen. Geil, Leute, vielen Dank. Ich habe mit Curry gekleckert oder mit der Suppe. Achtung. Nicht reintreten. Auf dem Socken auch. Jenny, alle meine Socken haben Löcher. Muss ich eine neue kaufen? Habe ich bestellt. Viel zu teuer im Internet. Aber ich habe unbedingt Socken gebraucht. Ich habe nämlich auch neue Schuhe. Und die haben mir direkt den Hacken aufgescheuert. Richtig nice. Weil ich nur diese Sommersocken habe, weißt du? Mhm. Habe ich letztens auch gehabt. Richtig unangenehm. Aber die Schuhe sind der Shit, ey. Die zeige ich dir nachher noch. Ich will irgendwann noch Bonjour-Schuhe haben. So. So, ich habe hier mal eine angerichtet. Eine Suppe? Ja. Ich habe noch nie Suppe gemacht. Und Butter. Oh, so viele Sachen haben wir heute gemacht. Toll. Ist hier noch ein Handtuch da? Mini-Bäuerchen gemacht. Jetzt zeigen wir erstmal diese Butter, also wirklich. Die können wir sogar auf Spaghetti schmieren. Mach ich gleich auch. Stimmt, das kannst du tatsächlich. Beste bisschen Butter Salz noch Welt, dazu. Ey. Best Butter EU. So, dann habe ich geklebt. Jenny, ich habe mal eine Frage. Ja. Wie oft kochen wir denn jetzt eigentlich? Weiß ich nicht. Alle 2 Wochen? Also so grob? Ja, so grob. Also dann, wenn du halt kannst, würde ich sagen. Magst du Balsamico-Creme? Vielleicht. Jens, magst du Balsamico-Creme? Oh, wie nice. Ist die fertig hier? Ich mag alles. Ich dachte, du bist gar nicht mehr da. Du wolltest gehen, hast du gesagt, Yoshi. Er hat sich anders überlegt. Yoshi ist noch da. Yoshi, das Essen ist fertig. Du kannst auch gerne mitessen. Wir haben genug. Guck dir mal an, einmal, wie nice das aussieht. Ich möchte bitte ein Herz aus Balsamico kriegen. Jetzt ist es zu spät. Oh, Jenny, wie nice sieht das denn aus, Jenny? Das ist ja eine super Suppe. Ess ich das nicht. Yoshi, guck mal. Diese Suppe. Ich habe mir Mühe gegeben, noch eins drauf zu machen. Geht nicht. Oh, das sieht echt voll nice. Jenny kann das auch immer so richtig designen. Hier, du darfst probieren. Kann man das sehen? Ich kann es nicht so oft viel kippen. Oh, was ist das denn? Ja, oder? Oder? So, ich werde so einen probieren zuerst. Oder danach. Danach, ne? Weiß ich nicht. Yoshi, bis morgen. Tschüss alle. Alle jetzt tschüss Yoshi schreiben. Tschüss so, Yoshi. Noch einen Herzchen, Küsschen. Pupsi Bär, Pupsi Yoshi. Ja. Okay, ich habe noch nicht probiert. Jens, komm mal zum Probieren rüber. Was machen wir jetzt? Achso, zum Verzieren auch, ne? Ja, so. Die Leute sagen, oder beziehungsweise Chrissy sagt, prettiest Suppe EU. Ich mache nochmal ein Foto von allem. Mit dir davor. Da kommen die Herzen für Yoshi. Runtergehen. Richtig runter. Ja, so. Toll. Yoshi, viel Spaß am Abstellgleis. Ja, wahre Geschichte. Was? Yoshi landet jedes dritte Mal am Abstellgleis, weil er im Zug einschläft. Darf ich jetzt probieren kommen? Oder ja, muss ich noch ja, darfst du. Los, ist fertig. Boah, das ist schon alles? Krass. Fast. Das ist für mich heute Nacht. Nicht rausmachen. Okay. Das ist meins, heute Nacht. Heute Nacht, da gibt's ein Riesenfestival mit Suppe und Butter. Ba-ba-ba. Gott, das sieht so gut aus. Komm, probier mal für uns vor. Hauptsache, es schmeckt dem halben Koch auch. Okay, alle mal probieren. Hier, ich habe noch versucht, ein Herz drauf zu machen. Das habe ich nicht hingekriegt. Boah, das schmeckt super. Das ist das Beste, was ich je aus dieser Küche gegessen habe.
echt nice. Das ist wirklich richtig gut. Mmh, boah, geil. Wie geil ist denn Suppe? Oh, die Butter will ich gleich auch mal probieren. Ich probiere jetzt die Butter auf dem Brot. Also. Oh! Ey, ohne Messer, das ist richtig geil. Auch so mit kleinen Stückchen noch drin. Mhm. Das ist mega. Gib mir auch mal ein bisschen Butter. Das ist eine gute Idee. Ja, oder? Statt mit der Sahne können wir mal mit Butter machen. Gut, beste Butter. Aber ich denke, du willst keine Butter. Jetzt wird die Butter gegessen. Echt gut, die Butter. Die ist echt gut geworden. Oder? Mit ein bisschen Knoblauch noch rein. Dann hättest du Knoblauchbutter. Oder Kräuter. Mhm. Oh, das schmeckt fantastisch. Geil, Boah. Hat eigentlich jetzt jemand mitgekocht? Nee, oder? Also mein Ziel ist eigentlich mindestens eins zu animieren. Dass er mitkocht. Die Butter ist echt gut. Ups, das war ein bisschen viel Salz. Keiner mitgemacht. Traurig. Irgendjemand hat bestimmt mitgemacht. Okay, jetzt lass doch mal, wir wollen ja jetzt nicht komplett essen, das können wir gleich in Ruhe, den nochmal probieren. Mhm. Soll ich die anschneiden? Ja, lass mal so ein kleines Stückchen. Was brauchst du für ein Messer? Ich habe nur Scheißmesser. Also erübrigt sich die Frage, das ist ein Scheißmesser. Ja, ist doch egal. Achso, willst du den hier vielleicht fotografieren? Ja. Der hier ist nämlich schön. Aber doch nicht einfach so, der muss auch im Teller sein. Ja, den, aber... Den wollte ich jetzt nicht anschneiden. Habe ich einen schönen Teller? Nee, ich habe nur Schäfchenteller. Doch, einen schönen Schäfchenteller, oder? Ah, so eine Minischüssel vielleicht. Meine Mama hat mir nämlich, als ich nach Lübeck gezogen bin zum Studieren, hat sie mir ganz viel Schäfchengeschirr und Besteck und so und Teller und so geschenkt. Guck mal, ich habe den hier gedrittelt. Oh, Schatten. Mm. So, Jens, jetzt können wir hier nochmal... Ich habe das gedrittelt, dann hier dann so die Kuchen probieren. Oh. Der zimtig riecht das. Geil. Hm. Was waren die mit Zimt? Hm. Der Blätterteig könnte noch ein bisschen mehr in, ne? Oder gehört das so? Das gehört so. Echt? Ja, aber ich mag das auch alles ein bisschen fluffiger. Echt? Magst du Teig so richtig durch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der ist eigentlich nie Gebäck. Das war immer geil. Der ist echt cool. Mhm. 1A. Ich könnte meinen, das ist alles so, also mit der Butter und so. Das war so geplant, ne? Das war so geplant. Stimmt, das war so geplant. Toll. Wir hätten eigentlich das mit dem zusammen fotografieren müssen. Ich habe so viele Fotos gemacht. Da werde ich schon was Geiles draus machen. Ja. Schön. Wisst ihr, was noch schön ist? Na? Gleich werde ich noch eine Session... Irgendwie das Mikro stört ein bisschen beim Essen. Eine Session Starcraft trainieren. Solltest cool. du auch mal wieder tun. Nee. Das fehlt dir in deinem Leben, oder? Mm-mm. Gib's zu. Ich hab das Kochen dafür. Ah, hat es überhaupt Spaß gemacht, ich sag was. Ja. Ja, aber nicht so, dass ich das jetzt jeden Tag brauche. Eigentlich hast du das nur für mich gemacht, ne? Ja, ich habe das für dich gemacht. Ja. Schade. Aber zwischendurch hat das auch Spaß gemacht. Noobs und Action hat auch Spaß gemacht. Aber zu Hause lernen finde ich blöd. Hm. Mmh. Wie geil ist denn Suppe? Geil, ey. Ich mach's nur Suppe. Gut. Ja, sind wir durch, wa? Mir ist auch echt warm. Jetzt gerade? Ja. Ich finde, es geht gerade wieder. Nee. So, Freunde. Also, ich würde sagen... Jetzt schnell rüber, Regie machen. ich würde sagen, das war eine wunderbare erste... Folge Noobs in Kitchen mit dir, Jenny. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir Zeit nimmst. So, in circa zwei Wochen wieder. Und wenn ihr das hier als Video seht, ja, kocht das bitte nach
und poste mir mindestens ein Foto. Einer, bitte. Ich habe übrigens die ganze Packung Simon und Kokosmilch genommen. Komm. Das waren also 400 Milliliter. Ihr guckt doch gerade zu. Von euch will ich eigentlich ein Foto. Oh, ich kipp gerade um. Jetzt gibt es noch ein bisschen Geheimtraining StarCraft. Ich kommentiere nicht so viel, aber ich muss ja... Essen wir erst ja, noch auf? Ja, du kannst in Ruhe essen. Ich muss halt gleich Pause 6 Minuten, dann pfeffere ich mir das rein, dann geht's direkt weiter. Mein Ziel für dieses Jahr ist ja, hast du diese 6 DIN A4 Zettel gesehen? Das sind meine Jahresziele. Und da steht auch drauf StarCraft Grandmaster. Ich hab's gelesen. Ja, und das nehme ich sehr, sehr ernst. Ist der Ofen, warum ist der Ofen eigentlich noch an? Deswegen wird gleich noch deswegen ein Stündchen trainiert. Oder 3/4 Stunde, mal sehen. Auf jeden Fall noch ein paar Games. Ja, würde mich freuen, wenn ihr noch dabei bleibt. Ansonsten schönen Abend und bis morgen. Tschüss, letzten Worte gebühren wir immer Jenny. Ich bin im Mund voll. Perfekt. Matteo. Ja? Wie gefällt dir dieses Video? Ist schon sehr gut. Oh, dann drück mal hier, da unten. Da kannst du den Daumen hoch drücken. Oh. Drück ihn mal hoch. Ja. Ja, hoch. Oh, nice. Ja. Erledigt. Sehr gut. Und jetzt? Was? Schreib's auch noch einen Kommentar. Oh, komm. Ja. Okay. Eure Videos machen mir jeden Tag Spaß. Bitte macht weiter so. XOXOXO. Nice. Und jetzt, pass auf, jetzt. Abonnieren wir? Ja, wir abonnieren. Okay. Wir abonnieren. Wo geht das? Guck, da. Ah, da. Warte. Ja. Drück drauf. Ja, ich komm. Drauf. Wow, das nice. Ging auch super leicht. Und es war kostenlos. Und du verpasst jetzt keine Videos mehr von uns. Mm-hmm.